Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zu der heutigen Buchvorstellung begrüßen, die gleich drei Premieren in sich vereinigt. Erstmals nämlich wird das neue Humboldt-Labor für eine Veranstaltung genutzt. Wir dürfen es als Forum einweihen. Und zwar mit dem Start einer ebenfalls ganz neuen Buchreihe der Edition Mercator, zu deren erster Staffel wiederum Steffen Maus Buch Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert gehört, um das es heute geht. Mein Name ist Detlef Felken, ich bin Cheflektor des Verlages C.H. Beck und in dieser Eigenschaft habe ich die ehrenvolle Aufgabe, alle drei Premieren mit einem Grußwort zu würdigen und sie zugleich mit einigen der mitwirkenden Personen und Institutionen bekannt zu machen. Es könnte kaum einen geeigneteren Ort für die Premiere der Edition Mercator geben als das Humboldt-Labor, das sich auf seiner Website als, ich zitiere, lebendige Ideenwerkstatt präsentiert, in der Spitzenwissenschaft in einen Dialog mit dem Publikum tritt. Diese Zielsetzung verfolgt Wort für Wort auch unsere Reihe. Die Bezüge sind sogar noch enger, denn zu den wissenschaftlichen Partnern des Labors gehört der Exzellenzcluster Scripts, Contestations of the Liberal Script, in dem Steffen Mau mitwirkt, übrigens auch Herr Gosepat. Dieses Ticket des Clusters hat uns in diesen schönen Raum und die faszinierende Ausstellung geführt. Im Wort Labor steckt die Zweckbestimmung des Experimentierens, die auch bei der Konzeption der Reihe eine Rolle gespielt hat. Ausgewiesene Experten sollen darin mit ihren Büchern aktuelle, um nicht zu sagen dringende Fragen der Zeit zur Sprache bringen und dabei ihre fachliche Expertise mit einer Erörterung von Handlungsperspektiven für Politik und Gesellschaft verbinden. Es geht also nicht um gut Abgehangenes, sondern um neues, frisches Wissen, das uns in die Herausforderungen der Gegenwart hineinführt. Steffen Maus Sortiermaschinen sind dafür ein glänzendes Beispiel und es hat etwas Treffendes, dass ein Ort, der sich vorgenommen hat, sozusagen den Grenzverkehr zwischen den Kulturen zu beleben, nun mit einem Gespräch über die Funktionsweisen zeitgenössischer Grenzen eröffnet wird. Wir danken sehr dafür, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Die Edition verdankt ihre Entstehung der Stiftung Mercator, die ich in Berlin nicht groß vorstellen muss. Sie ist einer der großen Player unter den deutschen Stiftungen und setzt mit ihren Themen Digitalisierung, Europa, Klimaschutz und Zusammenhalt vier zentrale Arbeitsschwerpunkte. Aber dieser Rahmen lässt genügend Raum auch für andere wichtige Themen, die damit nicht unmittelbar zu tun haben oder doch nicht auf den ersten Blick. Wolfgang Roh und Michael Schwarz, Geschäftsführer der Stiftung, sind heute anwesend. Und ich möchte die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, insbesondere Wolfgang Rohe für die sehr gute und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Stiftung und Verlag zu danken. Ohne seine Kompetenz und seinen Enthusiasmus gäbe es diese Edition gar nicht, so möchte ich das zusammenfassen. Dass es für uns ein Glücksfall war, die Edition mit Steffen Mau beginnen zu können, liegt auf der Hand. Ein renommierter Soziologe, der an der Humboldt-Universität lehrt und mit dem begehrten Leibniz-Preis ausgezeichnet wurde, ein international angesehener Fachmann für das Thema und ein durch sein Buch Lütten Klein auch einer größeren Öffentlichkeit bekannt gewordener Autor, besser geht es kaum. Man kann Steffen Maus Buch bequem auf zwei längeren Zugfahrten lesen, wie ich es getan habe, und danach ist man nicht nur gut informiert, sondern auch nachdenklich geworden. Vielleicht trägt das essayistische Format von 150 bis 200 Seiten ja dazu bei, fokussiert zu bleiben. Jedenfalls gelingt es Herrn Mau vorzüglich, eine Welt transparent zu machen, die wir meist nur in Ausschnitten wahrnehmen, genauer gesagt aus dem Blickwinkel einer privilegierten, vor allem westlichen Mobilitätselite, die gar nicht repräsentativ ist für das globale Mobilitätsgeschehen. Der Autor konfrontiert uns mit Globalisierungsgleichungen, bei denen Öffnungen mit Abschottungen einhergehen, ja mehr noch sie geradezu bedingen. Mau substituiert im Kopf des Lesers den antiquierten Schlagbaumbegriff von Grenze durch eine neue, hochambivalente Realität, in der stattdessen Smart Borders, Shifting Borders die Welt gliedern und neue Hierarchien der Mobilität etablieren. Die Grenze als Sortiermaschine, schreibt Steffen Mau,
ist ein Ungleichheitsgenerator, wie es vermutlich keinen zweiten gibt. Darüber wird er nun gleich in einem hochkarätig besetzten Podium diskutieren, dessen Moderatorin ich Ihnen abschließend noch rasch vorstellen darf. Christiane Hoffmann ist Journalistin beim Spiegel, wo sie bis Ende 2018 stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros war und seit 2019 als Autorin tätig ist. Zuvor hat sie als Korrespondentin aus Moskau und Teheran berichtet. Über das Überschreiten von Grenzen im ganz buchstäblichen Sinne könnte sie übrigens auch aus eigener Erfahrung berichten, denn sie ist vor nicht allzu langer Zeit den Weg ihres Vaters auf der Flucht aus Schlesien zu Fuß nachgegangen und arbeitet gerade an einem Buch darüber, auf das wir uns schon ganz besonders freuen. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend und übergebe das Wort an Frau Hoffmann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Felken, vielen Dank für die freundliche und persönliche Überleitung. Lieber Herr Mau, einen besseren Zeitpunkt für dieses Buch hätte es wohl nicht geben können, auch wenn der Anlass natürlich traurig ist. Wir alle sehen in diesen Tagen eine Sortiermaschine in Aktion, wie wir sie vielleicht noch nie erlebt haben, den Flughafen Kabul. Und darauf werden wir vielleicht dann später auch noch zu sprechen kommen. Lassen Sie mich zunächst einmal das Podium hier vorstellen. Da ist zunächst einmal Naika Furutan. Sie ist Professorin, Migrationsforscherin und Leiterin des Deutschen Zentrums für Integration und Migrationsforschung. Sie wird das Buch von Steffen Mau, wenn er selbst das Buch etwas vorgestellt hat, kommentieren und einordnen, ebenso wie Stefan Gosepat. Er ist Philosoph und Professor am Institut für Philosophie hier in Berlin an der Freien Universität, und zwar für das Fachgebiet Praktische Philosophie mit dem Schwerpunkt Ethik, angewandte Ethik und Politik samt ihren Theorien. Ich glaube, das passt wirklich nicht. Und ich glaube, das passt sehr gut für unser Thema hier heute, und ich freue mich darauf, dass Sie das Buch philosophisch und ethisch einordnen werden. Schließlich der Autor selbst, Steffen Mau, über den ich, glaube ich, schon gar nicht mehr viel sagen muss, denn durch sein Buch Lüttenklein über die gleichnamige Plattenbausiedlung von Rostock, in der er aufgewachsen ist, wissen wir ja schon eine ganze Menge über ihn und seine Biografie. Er hat vor der Wende eine Lehre als Elektroniker im Schiffbau absolviert und dann danach in den 90er Jahren Soziologie studiert und ist jetzt an der Humboldt-Universität als Professor für Makrosoziologie tätig. In seinem neuen Buch, Herr Felgen hat das schon gesagt, Die Grenze im 21. Jahrhundert, Sortiermaschinen, beschäftigt er sich mit Grenzen und Globalisierung, mit Migration und Mobilität. Was ihn da beschäftigt und zu welchen Schlussfolgerungen er gekommen ist, wird er uns jetzt gleich ein bisschen erläutern. Und Sie sind ja in diesem Buch von einer Grundbeobachtung ausgegangen, und diese war, dass nämlich wir die Globalisierung wahrnehmen als eigentlich als eine Entgrenzung, als ein Durchlässigwerden von Grenzen für Kapital, für Waren, für Kommunikation, aber eben auch für Menschen, für Migration und Reisen. Und dann haben Sie angefangen, sich zu fragen, wie richtig ist denn eigentlich diese Wahrnehmung? Ja, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Also mich haben Grenzen schon länger interessiert, weil das einfach unglaublich spannende Einrichtungen sind. Und vielleicht auch nochmal zu dem Titel, ja, warum Sortiermaschinen? Ja, weil das genau das ist, was Grenzen letzten Endes machen. Und da kommen eben physische Infrastrukturen zusammen, da kommen rechtliche Regelungen zusammen, da kommen sozusagen Kontrollpraktiken zusammen. Und all das führt zu einem bestimmten Ergebnis. Und der Ausgangspunkt war natürlich, ja, die Globalisierungsliteratur, da gibt es das dominante Narrativ, das ich als Entgrenzungsnarrativ bezeichnen würde. Und das ist auch sehr gut belegt, also seit den 1970er, 80er und dann nochmal verstärkt seit den 1990er Jahren sind letztendlich die Bewegungen über Grenzen hinweg vielfältiger geworden. Also Informationen können kaum noch aufgehalten werden, das Internet, das kennen wir alle. Wir haben natürlich eine extreme Steigerung der Kapitalmobilität, internationale Warenketten.
Und in der Regel wird davon ausgegangen, dass sich, wenn letzten Endes solche Steigerungen in diesen ganzen Feldern ergeben, doch auch Mobilität verändert. Und auch bei der Mobilität sieht man enorme Anstiege. Also zum Beispiel mal eine Zahl, 1950 hatten wir weltweit 25 Millionen internationale Touristen, also Leute, die wirklich die Grenze überschritten haben im Zusammenhang mit touristischen Aufenthalten. Vor der Corona-Krise waren das 1,5 Milliarden, also eine Versechzigfachung. Und da ist schon die Frage, ja, werden denn Grenzen jetzt obsolet? Es gibt viele Thesen, ja, World Without Borders oder die Welt wird flach. Also dass wirklich diese Art von Barrieren keine Rolle mehr spielen. Und das ist ja auch eine zentrale Erfahrung letzten Endes der deutschen Geschichte. Wir hatten vor ein paar Tagen 60 Jahre Mauerbau und haben uns dann natürlich nochmal erinnert, auch an den Fall der Mauer. Und das ist vielleicht eine Urerfahrung von Deutschen, von Berlinern, aber auch natürlich von Europäern gewesen, dass 1989 sich Grenzen geöffnet haben und wir heute im Schengen-Raum relativ frei uns bewegen können. Wenn man sich da aber noch mal ein bisschen genauer mit beschäftigt, dann stellt man fest, das ist gar nicht so. Und ich habe einen zweiten Begriff eingeführt in dem Buch. Also ich rede nicht nur von Öffnungsglobalisierung, sondern etwas kontraintuitiv von Schließungsglobalisierung. Weil die Hauptthese ist eigentlich, genau in dem Moment, wo diese Öffnungsprozesse stattfinden, verändern sich auch Grenzen und schließt sich ganz viel. Das heißt, die Globalisierung bringt nicht nur Mobilisierung, sondern auch Immobilisierung. Die Fixierung von Menschen an einen bestimmten Ort mit sich. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, also die Globalisierung öffnet den nationalgesellschaftlichen Raum und zugleich kommen neue Klammern, neue Selektionsformen dazu, sodass eben nicht alles frei strömt. Und das ist besonders stark eben bei menschlicher Mobilität der Fall, wo wir eben sehen können, dass es da eine grundsätzliche Reorganisation aller Formen von Grenzkontrolle gibt. Es gibt eben nicht mehr die Schlagbaumgrenze, sondern wir haben internationalisierte Grenzregimes. Also, und dazu muss man eben auch beobachten, Kontrolle verlagert sich, zum Beispiel in Herkunfts- oder Transitländer. Kontrolle wird digitalisiert, das ist sicher auch eine ganz wichtige Entwicklung. Und Grenzen werden insgesamt deutlich selektiver. Zum Beispiel, also wenn man sich jetzt mal einen Indikator anschaut, die Visumfreiheit, in wie viele Länder kann man eigentlich reisen? Wir Deutschen können in über 100 Länder visumfrei reisen und das hat sich gesteigert, da gibt es mehr an Möglichkeiten, aber wir sehen eben zum Beispiel den afrikanischen Kontinent, wo es heute weniger Bewegungsmöglichkeiten gibt für Menschen, Staatsbürger dieser Länder. Also für die hat im Zuge der Globalisierung genau das Gegenteil stattgefunden von dem, was wir eigentlich damit assoziieren. Sie beschreiben ja auch sehr genau, wie diese Sortiermaschinen funktionieren. Das hat für Sie ja auch etwas mit technischem Fortschritt zu tun. Können Sie dazu vielleicht noch etwas sagen? Was sind die Voraussetzungen, dass überhaupt diese Sortiermaschinen funktionieren können? Was hat das mit Digitalisierung zu tun? Ja, Digitalisierung spielt eine große Rolle. Man spricht von Smart Borders. Wie war es früher? Also man ist an die Grenze gegangen, da stand ein Grenzposten, den hat man seinen Pass gezeigt und vielleicht war ein Visum eingestempelt und dann hat er versucht sozusagen abzuschätzen, ob die Person, die da auf dem Foto abgebildet ist, identisch mit der Person ist, die vor ihm oder ihr steht. Heute ist das häufig anders, also die Grenze kennt einen schon, wenn man da hinkommt, weil die Grenze eben stark mit Datenbanken verbunden ist. Wir haben einen starken Einsatz jetzt von biometrischen Verfahren an der Grenze, also Iris-Scan, Fingerabdrücke werden genommen oder Gesichtsvermessungen und diese Smart Borders, die führen eben dazu, dass Leute auch sozusagen digital klassifiziert werden. Also es gibt auch digitale Grenzen oder Big Borders, davon spricht man manchmal, wo eben viel, viel stärker sozusagen auf Grundlage von Einzelpersonen-Einschätzungen oder Einzelklassifikationen gesagt werden kann, ob das eine riskante, willkommene oder nicht willkommene Person ist. Aber es gibt zugleich, also es gibt nicht nur sozusagen eine virtuelle Grenze, sondern es gibt zugleich auch neue Fortifizierungen. Also letzten Endes so ein neues Mauerbaufieber, wie das eine Kollegin von mir mal genannt hat. 1989 hatten wir 12 Mauern weltweit, Mauergrenzen, also wirklich aus Stein und Stacheldraht gebaute Mauern. Und seitdem hat sich die Zahl dieser Mauern explosionsartig vermehrt. Wir haben heute über 77, würde ich sagen, dieser Mauern. In den 80er Jahren waren 5% aller Landgrenzen weltweit Mauergrenzen. Heute sind 20%. Und das findet man überall. Südafrika baut Mauern, Ungarn baut neuen Grenzzaun. Wir finden Mauern zwischen Saudi-Arabien und Jemen. Wir finden die Türkei als Mauerbauland. Also überall vervielfältigt sich eigentlich ein Bauwerk des Mittelalters, wenn man so will.
Und also es gibt diese Gleichzeitigkeit von neuer Fortifizierung mit alten Mitteln, diese Grenzen sind natürlich auch hochgerüstet, auch technologisch hochgerüstet, und man findet sozusagen das Entstehen von Smart Borders, wo die Grenze eigentlich so funktioniert wie eine Kaufhaustür. Man läuft drauf zu, es gibt einen Iris-Scan, es dauert wenige Sekunden, dann öffnet sich diese Kaufhaustür und hinter einem schließt sie sich wieder. Es gibt Smart Tunnels an verschiedenen Flughäfen dieser Welt. Und was macht man dafür? Man gibt vorher seine Daten ab. Also man lässt sich an einem Kiosk registrieren oder macht das über eine App und gibt dann seine Daten. Und dann wird man zum vertrauenswürdigen Reisenden und kann eigentlich ungehindert Grenzen überschreiten. Man merkt sie nicht einmal. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem Begriff der Sortiermaschine. Wer sortiert da und was sind die Motive, mit denen sortiert wird? Ja, das hat sich ein bisschen verändert. Also früher war zum Beispiel Fragen der Visavergabe ganz stark an Außenpolitik geknüpft. Heute gibt es etwas, was man vielleicht Versicherheitlichung der Grenze nennen könnte. Also geht es ganz stark um irreguläre Migration oder Abwehr von Migration, Terrorismusbekämpfung und zum Teil eben auch Schmuggel. Das sind auch so Aspekte, die dazu führen. Aber der Begriff des Risikos, der trägt schon in sich, dass sozusagen kein feststehendes Datum ist. Also man kann nicht ganz genau sagen, was ein Risiko ist und was nicht, sondern da handelt es sich um stark politisierte Begriffe und aufgeladene Begriffe. Und wir sehen das natürlich in der Corona-Krise zum Beispiel, dass plötzlich natürlich Gesundheit auch zu einem Risiko werden kann, dass man an der Grenze in irgendeiner Weise kontrollieren oder an der Mobilität hindern möchte. Und das verändert sich permanent. Also Donald Trump hat eben andere Vorstellungen von Risiken als vielleicht Joe Biden, Viktor Orban vielleicht auch andere als Angela Merkel. Und von daher ist es ein ständiger Kampf darum, wie eigentlich diese Grenzen ausgestaltet werden soll und wie letztendlich diese Art von Selektivität dann praktisch gemacht wird. Aber generell kann man schon sagen, dass es sozusagen an diesem Begriff des Risikos hängt. Und der Risikobegriff, der kann sich mit ökonomischer Armut verbinden, der kann sich mit Migrationsängsten verbinden, der kann sich mit gesundheitlichen Aspekten verbinden, der kann sich aber auch mit politischen Interessen oder geopolitischen Interessen verbinden. Also das ist relativ variabel und da findet man auch eine große Spannbreite weltweit. Also wir haben da praktisch eine Spannung zwischen einem Interesse an Öffnung und Mobilität und einem Interesse an Schließen, Sicherheit. In diesem. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Antiglobalisierungsbewegung auf der rechten Seite beobachte, da ist ja kaum jemand dabei, auch Herr Gauland zum Beispiel nicht, der jetzt sagt, er möchte nicht mehr nach Mallorca reisen. Also sozusagen diese Art von Schließung, die gilt immer nur für andere, nicht für einen selbst. Also die Mobilitätsprivilegien möchte man natürlich behalten. Von daher sehe ich das jetzt auch nicht im Kern als Antiglobalisierung, obwohl es natürlich Aspekte davon in sich trägt, sondern sozusagen als Teil dieser Schließungsglobalisierung. Also den Nutzen, den eigenen Nutzen und Mehrwert, den möchte man natürlich haben und die Globalisierungsdividende einstreichen. Und zugleich möchte man sich gegen alles, was irritieren kann, was als kulturell fremd erscheint, was man als Risiko klassifizieren kann, letzten Endes absichern und das abwehren. Und genau das macht jetzt diese nachjustierte Grenze, die ja nicht nur sich sozusagen an der Grenzlinie mehr entlang entspinnt. Wir suchen ja die Grenze mal da, wo ein Territorium aufhört und ein neues beginnt, sondern sozusagen der Clou an der neuen Grenze ist, dass sie sich selber globalisiert. Also Grenzkontrolle für Bezug auf zum Beispiel das deutsche europäische Territorium findet heute eben in der Subsahara statt, in Zusammenarbeit mit Ländern wie Niger oder Mali oder anderen, die werden zum Teil gezwungen, biometrische Daten ihrer Bevölkerung zu erheben, neue Pass- und Identifikationssysteme aufzubauen, aber auch natürlich zum Beispiel... Sie werden dafür bezahlt. Ja, auch sie werden dafür bezahlt, also da geht es letzten Endes Geld gegen Migrations- oder Mobilitätskontrolle und das unterminiert zum Teil eben auch die freien Mobilitätsräume, die in diesen Regionen existieren oder existiert haben. Weil man dann eben sagt, zum Beispiel, wenn ein Kleinbusfahrer jemanden über die Grenze bringt, dann ist das plötzlich Menschenschmuggel, weil diese Länder verpflichtet werden, ihre rechtlichen Systeme so anzupassen, dass sie dem Interesse sozusagen Europas dann auch gerecht werden. Und das ist sozusagen diese Art von Verschaltung, die jetzt stattfindet. Und das kann man an ganz vielen Feldern zeigen, dass es so etwas gibt wie eine Exterritorialisierung von Kontrolle. Das heißt, die Kontrolle findet gar nicht mehr an der Grenzlinie statt, sondern irgendwo weit entfernt, also so eine Art Remote Control oder Fernkontrolle.
Und das ist eine Entwicklung, die eben jetzt dazu führt, dass eigentlich Leute gar nicht mehr mobil werden können. Also die werden eigentlich ortsfixiert und damit produziert die Globalisierung Mobilität und Immobilität zugleich. Das heißt, sie sind weder in der Lage, und das trifft jetzt im Prinzip auch für den afghanischen Fall zu, dass die Leute hätten ja auch schon vor 8 Wochen oder 10 Wochen ausreisen können, aber sie konnten nicht, weil Afghanistan mit Pakistan zusammen das Land ist, das überhaupt nirgendwohin visumfrei in 1 oder 2 Länder reisen kann. Das heißt, die Leute konnten sich kein Ticket kaufen, konnten nicht ausfliegen. Da geht es jetzt gar nicht um eine Rettungsaktion aufgrund von Bedrohung von Leib und Leben, sondern es geht eigentlich darum, dass diese Leute eigentlich eingeschlossen in ihr Land sind. Also das Recht, das eigene Land zu verlassen, was ja auch international kodifiziert ist, ist ja nichts wert, wenn man in kein anderes Land einreisen darf. Und das gilt für viele Leute des globalen Südens. Das wissen wir natürlich auch aus der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass es häufig auch sehr schwer ist, Leute einzuladen. Die sind hochkarätig, die sind hochqualifiziert, sitzen im Senegal und haben große Probleme, ein Visum zu bekommen. Und da kann man Begründungen schreiben. Und das gelingt dann nicht so ohne weiteres. Das heißt, dass eigentlich sozusagen diese Mobilitätsprivilegien sehr stark sozusagen eine westliche oder OECD-Angelegenheit sind oder des globalen Nordens und viele andere eben von dieser Art von Globalisierung, die für uns sehr nützlich und auch sehr schön ist, ausgeschlossen sind. Ihr Buch ist ja das Buch eines Soziologen und insofern erstmal deskriptiv, aber man hört genauso wie in dem, was Sie jetzt sagen, natürlich die kritischen Untertöne. Und zwar sowohl, was die Ungleichheit in den Mobilitätsmöglichkeiten betrifft, als auch was eben diese Verlagerung des Grenzraums sehr weit jenseits von, aus unserer Sicht, Europa angeht. Und da, ich denke, da werden wir sicher später noch stärker drauf eingehen, auch gemeinsam. Aber wenn man das liest, dann fragt man sich natürlich schon, was ist denn die Alternative? Was schwebt ihm denn vor? Wie hätte er es denn gerne? Und wenn Sie uns da mal so ein bisschen in die Richtung führen, was sein könnte. Da muss ich ein bisschen auf Stefan Gosepart warten, der das natürlich alles wahrscheinlich besser beantworten kann als ich. Aber es gibt natürlich eine große normative Diskussion, zum Beispiel um das liberale Prinzip der Bewegungsfreiheit. Also gehört das zum Kern des Freiheitsbegriffs dazu? Und Sie haben vorhin Lütten Klein erwähnt, natürlich, wenn man selber mit einer Mauergrenze oder in einer Einschlussgesellschaft aufgewachsen ist, dann hat man natürlich, glaube ich, schon durchaus einen geschärften Blick darauf, dass diese Mobilitätsmöglichkeiten eben nicht für alle da sind. Und es war natürlich auch ein unglaublicher Freiheitsgewinn. Man kann das nicht so einfach reparieren, denn letzten Endes spiegelt diese Art von Grenzregime die globale Ungleichheit wider. Darüber werden Ungleichheitsschwellen stabilisiert. Ich glaube, dass im Prinzip dieses Globalisierungsprojekt im Sinne einer Öffnung für alle oder Universalisierung letzten Endes der Mobilität auf kurze Strecke nicht zu erreichen ist. Es gibt natürlich einen normativen Maßstab, an dem wir uns selber messen lassen müssen. Und ich glaube, jetzt so, das Buch ist natürlich auch erstmal eine Problembeschreibung, eine Diagnose, der versucht zu zeigen, wie die Verhältnisse eigentlich sind. Und wenn man vielleicht damit einen Anstoß auslöst, überhaupt Reflexionen darüber herbeizuführen, über die Transparenz solcher Verfahren, über die Ausschlusskriterien, darüber machen wir uns ja sozusagen häufig überhaupt keine Gedanken. Das passiert eigentlich, also zum Beispiel Entscheidungen darüber, welches Land jetzt visumbefreit wird und welches nicht, das ist ja keine parlamentarische Angelegenheit, sondern das wird in Behörden, in Administrationen, in Ministerien entschieden. Und das wenigstens auf die Vorderbühne zu holen und uns auch Rechenschaft darüber abzugeben, warum wir eigentlich legitimerweise für uns Dinge in Anspruch nehmen, die wir für andere ausschließen, das, glaube ich, ist dringend notwendig. Vielen Dank. Erstmal vielleicht soweit. Naika, wie schaust du als Migrationsforscherin auf das, was Steffen Mau da geschrieben hat, von der letztlich Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, der Gleichzeitigkeit von Öffnung und Schließung? Ja, vielen Dank und erstmal Gratulation, lieber Steffen Mau, zu diesem Buch, das tatsächlich von vorne bis hinten im Grunde genommen so etwas wie eine Entmystifizierung ist,
Viele Dinge stehen da drin, die man schon erahnt hat, von denen man weiß, dass es sie gibt, manche, die man gar nicht wissen will und die dann gnadenlos und schonungslos entpackt werden, wie die Detailgenauigkeit dieser Smart Borders und tatsächlich auch die permanente Reflexion darüber, was da für ein dialektischer Prozess stattfindet und tatsächlich auch dieses Narrativ, das du von Anfang an brichst, dass die Globalisierung im Grunde genommen ein linearer Prozess ist, der immer weiterläuft und am Ende alle beglückt. Da gehst du sehr scharf rein und zeigst, dass das eigentlich zu keinem Moment so war. Und ich denke, gerade der Beginn, der damit anfängt, also das Buch ist in 9 Kapiteln aufgebaut und führt uns immer wieder vor und zurück. Es startet eben mit diesem Moment, der gleich von Anfang an klar macht, Borders are back, so heißt das erste Kapitel, und zeigt ein paar dieser Daten, die Steffen Mau eben schon skizziert hat. Wir leben in einer Zeit, in der es zunehmend mehr Mauerbauten gibt, zunehmend mehr Schließungen gibt, aber das Kernnarrativ einer globalen Öffnung, das wandert die ganze Zeit in unsere Beruhigung mit ein. Und es beginnt also schon quasi mit diesem Schlag, geht dann weiter über das zweite Kapitel, darin zu sagen, wie sehr Grenzen immer schon virtuell waren, Staatlichkeit organisiert haben, verschoben wurden von heute auf morgen, man im Grunde genommen seine Nationalität verändert hat. Das Kapitel fand ich tatsächlich insofern spannend, weil du da so darauf eingehst und das hat mir sehr zu denken gegeben, auf diese im Grunde genommen absolut willkürlichen Grenzziehungen nach Beendigung bestimmter kolonialer Zeitphasen, die dann aber neokolonial weiter im Grunde genommen wirken. Und wir wissen das, wenn wir auf Grenzen schauen, gerade im Nahen und Mittleren Osten, dass dort teilweise Linealgrenzen gezogen worden sind. Man muss einfach nur sich den Atlas ansehen, dann erschließt sich das sofort. Was ich aber so spannend fand, war, dass du da drin beschrieben hast, ja, das erzeugt in einem Unmut, Wut sogar, aber es ändert sich letztlich, bleiben stabil. Wenn irgendwann einmal eine Grenze gezogen ist, halten sich seltsamerweise ganz viele Menschen an diese Idee, auch wenn ganz klar ist, dass diese Idee eine Konstruktion sein kann. Kennen wir auch von nationaler Identität oder überhaupt generell von Identitätszuschreibungen. Wir können sie immer wieder als Konstruktionen entlarven, sie sind aber sehr wirkmächtig. Und auf diese Wirkmächtigkeit von Grenzen gehst du immer wieder ein, nämlich dass es auch diese Kernerzählung gibt, im Grunde genommen werden Grenzen sich nicht mehr halten lassen. Irgendwann werden sie von allen überwunden werden, das Zeitalter der Grenzen ist vorbei. Das ist eben das, was sich bei dir durchzieht, dass es genau nicht der Fall ist. Und ich finde, auf dieses virtuelle versus virtuelle, willkürliche und wirkmächtige, das ziehst du tatsächlich bis zum Ende durch. Und ich finde auch, damit hast du eben gerade gestartet, Christiane, dieser Punkt zu sagen, sehen wir das jetzt nicht gerade, dass auch das, wenn ein Soziologe das hier reinschreibt, das trotzdem in einem Moment geschieht, in dem wir jeden Tag prüfen können, dass das, was er da schreibt, für unser Leben relevant ist, permanent relevant ist. Du ziehst auch immer wieder, darauf bist du eben gar nicht eingegangen, ein, wie Covid oder die ganze Pandemiebekämpfung plötzlich für ganz viele so einen selbstverständlichen Moment von, na klar, jetzt sind die Grenzen wieder zu, ergeben hat. Und auch, das fand ich auch sehr interessant, wie du es zurückführst historisch, dass Grenzen tatsächlich ganz früh auch schon Schließungsgrenzen für Seuchen, Krankheiten und Pandemien waren. Und was ich finde, ist dieser Moment, dass Grenzen eben für viele Menschen unterschiedlich stark sind, das hast du jetzt gerade wieder stark gemacht, das ist was, was wir jetzt wahrscheinlich auch aus unserer Erfahrung aus Iran sehr stark wissen. Dort kann man, das gehört auch im Ranking der Pässe, es gibt ja Pass-Rankings, ja, und im Ranking der Pässe ist eben ein so ein Konglomerat, was man dann quasi zusammenwirft. Du hast eben schon Afghanistan und Pakistan gesprochen, Iran und Nordkorea gehören auch dazu. Diese Länder, aus denen man nicht nur kaum rauskommt, sondern aus diesen Ländern kommt man auch fast nirgendwo rein.
Und wenn wir uns diesen Travel Ban von Trump anschauen, dann sieht man, dass in bestimmten Moments in Time bestimmte Länder diese Zusage der Durchlässigkeit bekommen und andere wiederum nicht. Alles das verarbeitest du in diesem Buch. Und besonders muss ich sagen, das Kapitel hast du eben selber schon erwähnt, aber ich finde, das ist eines, was man nochmal unbedingt stärker hervorheben muss, dieser Moment, wo endet eigentlich Europa? Wir können unsere Grenzen hier definieren, die Außengrenzen schützen, aber die Außengrenze Europas ist schon längst in Subsahara-Afrika. Und wieso hat die andere Seite, auf der anderen Seite der Grenze eigentlich so wenig Mitbestimmung? Und wie sehr ist das ein politisches Projekt? Tatsächlich finde ich auch, also ich habe dauernd gewartet, ob du eine der sozusagen eine der Grenzen, die seit Jahrzehnten immer wieder für politische Unruhen sorgen, erwähnst, und habe mich gefragt, ob du es vielleicht, oder frage ich dich jetzt, warum das so wenig vorkommt, das ist natürlich die Mauer zwischen Israel-Palästina und dass da so viele Analogien tatsächlich zu Mauerbauten hier ergeben, das habe ich trotzdem überall reingelesen. Du hast ja ganz stark auch betont, und das ist das, was wiederum, wenn ich sage, das Buch gibt einem Momente, die man schon erahnt hat, aber erst wenn man es liest, manifestiert sich das so. Was ich besonders stark auch fand, war der Punkt, in dem du gesagt hast, aufräumst mit diesem ganzen, eigentlich fast zwei Jahrzehnte prägenden Gedanken des Clash of Civilizations. Also der ganzen Idee von Huntington, die jetzt ganz lange uns politisch mitbegleitet hat, zu sagen, eigentlich sind es nicht mehr nationale Grenzen, die relevant sind, sondern es sind kulturelle Grenzen. Und in einem Buch deklinierst du an mehreren Stellen durch, dass einige der wirkmächtigsten und fortifiziertesten Grenzen innerhalb desselben Kulturkreises laufen. Also du nimmst als Beispiel rund um Südafrika, du nimmst als Beispiel mehrere Grenzen im Nahen und Mittleren Osten. Und ich denke, das ist tatsächlich etwas, wo man, wenn man dieses Buch gelesen hat, nochmal einmal sehr stark eigenes Wissen nochmal neu adjustiert, bestimmte eigene Mythen hinterfragt, an manchen Stellen sehr plötzlich pessimistisch wird. Deswegen danke für deine Frage eben als dialektischer Prozess, Prozess der Schließung und Öffnung. Was ist die Synthese? Musst du gar nicht machen, ist gar nicht jetzt so deine Aufgabe, aber vielleicht können wir darüber nachdenken, was würden wir uns wünschen. Und das wäre eher wahrscheinlich dein Part, dann zu sagen, wie verbindet sich eigentlich mit der ganzen Frage der Ethik der Migration, des Rechtes auf Mobilität. Und ich schließe jetzt mal an dem Punkt meine Kommentierung. Ja, das ist natürlich eine wunderbare Überleitung. Jetzt braucht es mich schon fast gar nicht mehr. Ich glaube, ich würde jetzt gerne Herrn Großepater reinholen, bevor Sie, Herr Mauder, auch noch mal darauf eingehen, auch auf das, was Naika Wotan gesagt hat. Aber das ist natürlich genau die Frage, die ich letztlich auch an Herrn Mauder schon gestellt habe und die eben Frau Wotan gestellt hat. Wie stellt sich das aus Sicht des Normativen, aus Sicht der Ethik da, was wir hier eben gehört haben? Also das freut mich natürlich jetzt total, dass am Schluss alles der Philosoph klären muss. Genau, das ist natürlich eine irre Ehre für das Fach. Aber wir reden doch eigentlich hier über ein soziologisches Buch. Und deshalb lassen Sie mich auch noch mal ganz kurz anfangen. Ich habe es nämlich heute auch zum ersten Mal in der Hand. Es ist auch heute tatsächlich erschienen. Ganz tolles Buch, unbedingt kaufen. Man lernt nämlich viel und Sie haben das sehr schön zusammengefasst. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, hat man noch nie gedacht. Aber so das zusammengefasst, dann entwickelt sich eine, in Anführungszeichen, Logik. Man sieht irgendwie ein System dahinter und das finde ich schon extrem erkenntnisreich. Die Logik, jetzt komme ich so ganz langsam darauf, ist die, der Titel gibt es natürlich schon her, die Sortiermaschine. Und Sie, Herr Felten, haben das am Anfang ja schon gesagt. Steffen Mau macht eine, ich sage jetzt mal, eigentümliche Bewegung. Er fängt mit Grenzen an und dann redet er eigentlich über Sortiermaschinen. Und das gibt dann auch den Titel. Und jetzt fragt man sich, was hat das damit zu tun? Wie hängen die beiden zusammen? Klar, die Grenze ist eine Sortiermaschine im ganz klassischen Sinn. Das war auch schon der Schlagbaum. Und dann wird das Thema aber eigentlich erweitert. Sortiert wird auf eine ganz
also auf viel, viel mehr Weisen. Und dann kommen natürlich genau diese digitalen Borders, diese ganzen anderen Weisen, die Steffen jetzt schon gerade vorgestellt hat, die du jetzt auch nochmal wiederholt hast. Also dass Grenze in dem Sinn, also im Sinne von Sortiermaschine, in gewisser Weise allgegenwärtig ist und eben überhaupt nicht mehr an den Schlagbaum gebunden ist. Und dann heißt es eben auch häufig Dialektik. Ich habe da so eine kleine Aversion gegen den Begriff, dass, okay, da, was gemeint ist, ist natürlich in gewisser Weise, das hat er ja mit dieser Figur auch schön deutlich gemacht, der Steffen, nämlich zu sagen, also einerseits öffnet sich was und gleichzeitig gibt es wieder eine Klammer. Und ich glaube, da hängt jetzt ein interessanter normativer Punkt drin. Deshalb wage ich mal die Prognose, etwas waghalsig, man wird in Zukunft über Sortiermaschinen reden und nicht mehr über Grenzen. Finde ich nämlich ganz toll, das so zu machen. Weil die Sortiermaschinen sind die Klammer. Ja? Gegebenenfalls, und jetzt komme ich auf das Normative, es gibt eine lange normative Diskussion, braucht man überhaupt Grenzen, sind Grenzen nicht total überflüssig, normativ gesehen? Und das ergibt sich zunächst mal, um das erstmal intuitiv zu machen, dadurch, dass man sagen will, als Liberale glauben wir sozusagen an universelle Menschenrechte, sollten wir wenigstens, und das heißt sozusagen Freiheit und Gleichheit für jeder Mann und jeder Frau. Und jetzt wird aber auf einmal irgendwie deutlich, dass die Art und Weise, wo man geboren wurde, ist, als wer man geboren wurde, also in welcher Ethnie, in welcher Religion, von welcher Familie natürlich eine entscheidende Rolle für das ganze Leben spielt. Und das ist zunächst mal aus dieser Perspektive reiner Zufall. Wenn wir uns jetzt als Liberale den vornehmen, sozusagen diese Zufälle, also jemand ist mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden, das soll nicht zählen, warum zählt auf einmal mein Pass? Warum zählt die Frage, welche Nationalität, in Deutschland mit Jus Sanguis, welche Nationalität meine Eltern hatten und die ich dann sozusagen geerbt habe? Also das sind alles in dem Sinne Ungerechtigkeiten und dann wäre das radikale Programm, schaffen wir alles ab und das heißt, wir schaffen auch Grenzen ab. Gut, und dann wird jeder hier sofort sagen, schwierig, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Jetzt, davon mal abgesehen, bringe ich den Punkt jetzt erstmal ins Inland. Wenn wir nämlich natürlich das Gefühl haben, wir hätten auch im Inland, wie mit dem Verhältnis zum Ausland, gar keine Sortiermaschinen, dann würde irgendwie im Olympiastadion, wenn einer Feuer ruft und sich 80.000 Leute durch den Ausgang wälzen, sich ein paar Leute zu Tode quetschen, wie in Duisburg. Das heißt, wir müssen auch Leute in großen Gruppen, 80.000 im Olympiastadion, irgendwie regulieren. Und die These wäre jetzt, wir brauchen Sortiermaschinen. Soziologisch betrachtet, normativ betrachtet, wenn wir mit großen Menschenansammlungen zu tun haben, können auch nicht zigtausende am dritten Advent alle ins KDW sechste Etage strömen. Das wird nicht funktionieren. Also muss man das irgendwie regulieren. Und unter Covid-Bedingungen oder Gesundheitsbedingungen wie hier auch, werden wir in bestimmter Weise reguliert nach 3G getestet. Und jetzt ist dann die Frage, die sich daraus ergibt, und das, finde ich, macht Steffen Maus Buch so schön deutlich. Wir sollten jetzt nicht mehr fragen, ist diese Grenze als Schlagbaum legitim oder nicht, sondern wir sollten fragen, sind die Sortiermaschinen legitim? Und das heißt, welche Sortiermaschinen brauchen wir tatsächlich, welche sind nötig und welche sind nicht nötig? Und natürlich klingt in seinem Buch immer an, dass er eine ganze Menge von Sortiermaschinen ungerecht, ungleichheitsproduzierend und so weiter findet. Der normative Unterton schwingt mit, ohne dass er ausbuchstabiert wird. Das ist ja auch okay, so viel sozusagen zur Arbeitsteilung von Max Weber zwischen Deskription und Normativität. Aber die Frage, die daraus interessant wird, ist nämlich genau zu fragen, welche Sortiermaschinen brauchen wir? Und das hat natürlich mit Notwendigkeiten zu tun, aber es hat natürlich ganz stark auch damit zu tun, wer entscheidet denn darüber, welche Sortiermaschine wann wo eingesetzt wird. Ja? Sind wir reine Objekte von installierten Sortiermaschinen? Das Land, das das für mich am meisten deutlich macht, ist China. War jetzt noch gar nicht groß die Rede darüber. Da gibt es natürlich sozusagen genau diese, also wenigstens in Peking selber, wird man überall digital erfasst und in der Tat, die Türen öffnen sich, weil man vorher schon, einen Meter vorher schon erkannt worden ist oder öffnen sich eben nicht. Ja? Und wenn man sozusagen Social Score hat, dann wird man eben auch für eine bestimmte Art von Weise, sich sozial nicht richtig verhalten zu haben, bestraft, indem man in bestimmte Sachen nicht rein darf oder nicht. Das ist sozusagen vielleicht auch schon die Dystopie einerseits der Sortiermaschine und andererseits der Tatsache, dass es natürlich nicht demokratisch beschlossen ist, sondern Obrigkeitsstaat ist der, das verfügt und dadurch gültig macht. Insofern sind also aus normativer Sicht zwei Fragen jetzt, die sich daraus ergeben, nämlich einmal, welche Sortiermaschinen brauchen wir, welche sind legitim, welche sind nicht legitim und wer entscheidet das eigentlich? Nach liberaler, universalistischer Auffassung müsste das natürlich die Demokratie sein. Wir alle, die wir den Sortiermaschinen unterworfen sind, sollten über die Art und Weise, wie die Sortiermaschinen eingesetzt werden, mitentscheiden.
von diesen Sachen sind wir natürlich de facto meilenweit entfernt und deshalb wäre es guter Anlass, sozusagen die Kritik daran zu erweitern, nicht nur, weil es Ungleichheitseffekte hat, wie Steffen immer wieder deutlich macht, sondern weil es natürlich eine undemokratische Form von Fremdherrschaft ist. Da würde ich jetzt einmal, nehme ich mir mal das Recht, jetzt direkt nachzufragen, weil da sind wir natürlich total am Kern. Also wird eine demokratisch, wie schaut der Ethiker auf eine demokratisch legitimierte Ungleichheit und Ungerechtigkeit? Denn es ist ja keineswegs ausgemacht, dass demokratisch legitimierte Sortiermaschinen jetzt weniger Ungleichheit und Ungerechtigkeit produzieren. Das ist ja das, was wir letztlich sehen in Europas Migrationspolitik, wenn man es so will. Genau. Jetzt ganz kurz nochmal, weil Steffen auch ganz viel über Ungleichheit redet. Nicht jede Ungleichheit ist gleich ungerecht. Ja? Also bestimmte Formen von Ungleichheit sind gerechtfertigt. Hier zum Beispiel finden wir, dass ein unterschiedliches Einkommen abhängig von Leistungen gerechtfertigt ist. Also die Ungleichheit gilt in dieser Gesellschaft als gerechtfertigt. Das ist nicht meine Meinung, aber das wäre ein klassisches Beispiel für eine gerechtfertigt, nach allgemeiner Meinung gerechtfertigte Ungleichheit. Die Frage war aber natürlich eigentlich, wie geht man damit um, wenn der demokratische Souverän was beschließt, was aus moralischer, normativer Hinsicht ungerecht ist. Der Philosoph sollte besser nicht herrschen, das ist bei Platon schon empirisch schiefgegangen und seitdem haben wir uns, glaube ich, den Traum des Philosophenkönigs abgeschrieben. Das heißt, was man aus normativer Sicht nur machen kann, ist erstens zu versuchen, den demokratischen Souverän zu überzeugen, immer wieder. Und in dem Liberalismus haben wir natürlich eingebaute Schranken. Wir haben die Grundrechte und die Menschenrechte als normativer Kern und der demokratische Souverän darf dagegen nicht verstoßen und deshalb haben wir in der Regel so etwas wie Verfassungsgerichte, die überprüfen, ob der demokratische Souverän das tut oder nicht. Die sind die Interpretation davon und was natürlich genau in die Grundrechte gehört oder nicht, lässt sich theoretisch einfach klären, ist aber politisch natürlich immer eine Auseinandersetzung. Also insofern glaube ich, das ist eine politische Auseinandersetzung, die man einfach weiterführen muss und die Fälle kommen natürlich vor. Fortress Europe wird von Steffen häufig erwähnt, dass wir uns natürlich unseren liberalen Gleichheit, Freiheit, Wohlstand nur erkämpfen, indem wir ihn genau anderen, die ihn universalistischerweise genauso zugestehen, dass wir uns die sozusagen vom Leib behalten. Ja, vielleicht kann ich darauf mal reagieren. Also gut, dann ist natürlich die Frage, wer ist eigentlich der Souverän? Und wenn das jetzt die privilegierte Gruppe ist, dann wäre das im Prinzip eine Selbstabschaffung eines vorteilhaften Arrangements. Und da könnte man jetzt sagen, ja, wenn du den Sumpf trockenlegen willst, darfst du nicht die Frösche fragen. Also es ist ja keine Weltgesellschaft oder keine Weltdemokratie, die darüber entscheidet, sondern es sind letzten Endes die privilegierten Gruppen. Das Beispiel Gauland hatte ich schon gesagt, der ja wahrscheinlich auch nicht auf seinen Mallorca-Urlaub, ich weiß nicht, wo er hinfährt, aber verzichten möchte. Von daher ist es ja im Prinzip ein unwahrscheinlicher Fall, dass es so eine Art von demokratischer Deliberation über solche normativen Prinzipien geben könnte, mit der Konsequenz, dass es sich jetzt Mehrheiten finden, die sagen, wir schränken uns ein und ihr dürft dann ein bisschen mehr. Also das, glaube ich, ist jetzt sozusagen keine realistische Perspektive, die so am Horizont aufscheint. Ich habe keine Lösung für das Problem, aber de facto haben wir es ja eben global mit einer Feudalgesellschaft zu tun, wo der Geburtsstand, also in Klammern Staatsbürgerschaft oder dann Staatsbürgerschaft der Eltern, darüber entscheidet, welche Rechte ich habe und zwar nicht nur innerhalb des Staatsgebietes oder des Hoheitsgebietes, in dem ich geboren werde oder wo ich mich aufhalte oder wo ich Mitgliedschaftsrechte habe, sondern auch innerhalb der globalen Weltgesellschaft, weil die Summe sozusagen aller Gewährungen von Mobilitätsrechten dazu führt, dass es eben eine starke globale Hierarchie gibt mit Leuten, die am unteren Ende sind und fast keine Möglichkeit haben, ihr eigenes Land zu verlassen und Leute, die eben relativ ungestört alle Grenzen überstreiten oder überfliegen oder übersteigen können, zum Teil ohne, dass sie die Grenzen merken. Und sozusagen, und wenn man jetzt aus dieser Logik der nationalstaatlichen Zugehörigkeit und des Passes nicht herauskommt, dann wird das letzten Endes ein Zustand sein, der immer wieder auch nur Ungleichheiten reproduzieren kann. Ne? Also, weil diese ansonsten hätte man ja eine freie Mobilitätswelt, das wäre die Welt ohne Grenzen. Die ist meiner Ansicht nach eine Utopie und ich würde auch sagen, die Grenzen haben natürlich auch eine Funktion. Das ist nicht so, dass sich alles immer nur um schlechte Grenzen oder böse Grenzen handelt,
sondern Grenzen vollbringen auch eine Ordnungsleistung. Mhm. Und zwar ordnen sie natürlich auch im Hinblick auf demokratische Partizipationsmöglichkeiten, Mitgliedschaftsrechte, die Organisation von Ressourcen, Governance-Fragen, überhaupt Politik ist ja auch nicht sozusagen global gestaltungsfähig, sondern häufig innerhalb eines nationalstaatlichen Kontexts. Und der Garant häufig eben auch für Rechte ist eben nicht die Weltgesellschaft, sondern der Nationalstaat. Das ist sozusagen das Schwierige dabei und deswegen ist es auch unglaublich schwierig, über Alternativen nachzudenken. Denn die Alternativen müssten ja letzten Endes auch das Grundprinzip des Nationalstaates mit in Frage stellen und in so eine Richtung weltgesellschaftlicher Demokratie sich hin bewegen. Und das sehe ich nicht, halte ich auch für unwahrscheinlichen Fall. Vielleicht nochmal auf. Darf ich da noch einmal klären? Ja. Ich meine, wenn man das aber sich sozusagen eher wie einen Föderalismus vorstellt, natürlich Grenzen und die Demokratie innerhalb der jeweiligen Grund, nur dass über die Art und Weise, wie zwischen den beiden Grenzen der Übergang geht, nochmal in einer höheren Perspektive UN oder sowas geredet wird. Das könnte man sich im Prinzip schon vorstellen. Ja. Es gibt ein Prinzip der internationalen Beziehung, das ist das Prinzip der Reziprozität. Dass man fast überall anlegt, in fast allen Bereichen, nur im Bereich der Mobilität nicht. Das ist ganz sehr interessant. Die EU zum Beispiel sagt, sie würde keinem Land Visumfreiheit geben, das nicht selber für EU-Bürger auch Visumfreiheit einräumt. Und was sagen sie? Es gibt die internationale Non-Reziprozität. Nur es gibt unglaublich viele Fälle, wo es anders ist, ne? Wo die EU sozusagen diese Art von Vorteil für die eigenen Bürger erkämpft. Das ist ja extrem asymmetrische. Die sind ja auch asymmetrischer geworden über die Zeit. Also dass im Prinzip die OECD-Welt viel, viel stärker sozusagen übervorteilt ist im Verhältnis zu anderen Ländern und Weltregionen. Und das hat sich im Prinzip nochmal stark polarisiert. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, wir machen eigentlich nur reziproke Weltbeziehungen, dann könnte man das ganze System stärker ausbalancieren. Das hieße nämlich, dass wir nur das in Anspruch nehmen können, wo wir selber bereit sind, rechtliche Öffnungen zuzulassen. Und ich glaube, sozusagen, dass das sozusagen ein Modus wäre, dass da würde man nicht mit Gerechtigkeit kommen, sondern mit einem Prinzip der Wechselseitigkeit und sozusagen auch der gleichberechtigten Kooperation. Aber können Sie das mal mit einem Beispiel unterlegen? Also ich denke jetzt gerade hier an Naikas Beispiel Iran. Ich sage mal, in Wahrheit würde es uns nicht besonders treffen. Also trifft es uns nicht besonders, wenn wir keine Visumsfreiheit gegenüber Iran haben, aber umgekehrt ist es viel härter. Naja, es gibt ja große Länder, die das machen, also zum Beispiel Brasilien gegenüber den USA oder Russland gegenüber Europa. Also wir als Deutsche müssen ja ein Visum beantragen, wenn wir nach Russland fahren wollen und Russland ist stark genug, um das durchzuhalten. Und die sagen, wir geben euch visumfreies Reisen, aber nur, wenn wir unsere eigenen Bürger auch nach Europa visumfrei reisen können. Aber mit allen anderen Staaten hängt das an der Entwicklungshilfe, an Tourismusinteressen, an Machtgefällen und so weiter. Da schafft man das nicht durchzusetzen. Und bei Russland sitzt man das jetzt irgendwie aus, aber man weiß natürlich, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Visumpolitik und wirtschaftlichen Verflechtungen. Also zum Beispiel Investitionen, Handelstätigkeit und so ist sehr stark korreliert mit Visumfreiheit. Also Russland könnte viel stärker auch zum Beispiel partizipieren und hätten auch viel mehr Investoren, wenn sie Visumfreiheit einräumen würden. Aber es ist eben ein starkes und auch stolzes Land in gewisser Weise und die sagen, sie lassen sich dadurch die Europäische Union nicht in die Knie zwingen. Und das findet man in vielen anderen Bereichen. Andere Länder, die jetzt Tourismusdestinationen sind, Tunesien oder Marokko oder so, die sind einfach auch abhängig davon, dass sie sich öffnen. Und ja, der Massentourismus selber ist ja schon ein problematisches Phänomen, weil sich da im Prinzip der globalisierte, privilegierte Reisende mit den Eingeschlossenen begegnet. Da kommen sie sich Angesicht zu Angesicht ganz nah, weil Leute dann am Tisch bedienen oder die Betten machen und so weiter. Und die fragen sich natürlich, es gibt ja auch ein globales, normatives Leitbild der Mobilität, der Bewegungsfreiheit. Und dass, wenn wir in einer stationären Gesellschaft, einer Insassengesellschaft leben würden und ganz wenig Leute mobil sind, dann wäre das vielleicht kein normatives Problem. Es wird dann ein normatives Problem, wenn wirklich Milliarden von Menschen frei reisen, vielleicht 1 Milliarde Menschen global und alle anderen das nicht tun, aber beobachten müssen, dass sich ihre Nachbarschaften, ihre Orte, ihre Strände,
ihre Naturreservate, dass die sich alle verändern durch diesen Overtourism, wie man das heute nennt, ne? Mhm. Durch diese massenhaften Möglichkeiten der Mobilität. Und das, finde ich, ist ein großer Konflikt, den wir jetzt noch nicht ausgestanden haben. Also, dass wir eigentlich die Welt als Bühne, als Konsumtempel, als Freizeitort für uns in Anspruch nehmen und die anderen vor Ort, die ja immobilisiert sind, letzten Endes als Bedienstete dann gerne in Anspruch nehmen, aber niemals darüber nachdenken, wie eigentlich diese Wechselseitigkeit aussehen könnte. Und das ist etwas, was ich in dem Buch versuche auch zu thematisieren. Ja, und dafür hast du auch ein Wort gefunden, Mobilitätsprivilegierte. Ich finde das sehr passend. Und tatsächlich, was für einen hohen Stellenwert das hat, sehen wir ja auch, dass ein Teil des Türkei-Deals tatsächlich auch die Visumsfreiheit war und das ist bis heute nicht erfüllt worden. Das ist ja im Grunde genommen der Teil, der ausgeklammert worden ist bis jetzt aus diesem Deal, weswegen die Türkei die ganze Zeit sagt, die EU ist wortbrüchig geworden in diesem Motiv. Aber ich würde gerne einmal nochmal diese Idee dieser Ethics of Migration, also der Vorstellung von Mobilität als Menschenrecht. Du hast es ja eben schon gesagt, ob es ein Kern von Freiheitsrechten ist. Und das kann man jetzt philosophisch diskutieren und da antworten andere, genauso wie es das Recht auf Mobilität, man das als Menschenrecht sehen könnte, Joseph Cairns und so weiter, sagen dann andere wie Kit Wellman, es gibt auch das Recht auf Ähnlichkeit und ich möchte meine Grenzen schließen können, weil das ist auch ein Recht, dass ich mich nicht mit Fremden umgeben möchte. Also da sind ja diese beiden Denkschulen, aber soziologisch gibt es tatsächlich auch Simulationen empirisch, die sagen, was würde eigentlich passieren, wenn wir Open Borders hätten. Und ich gehe da komplett mit dir zu sagen, nicht No Borders, also es soll nicht mehr die Grenze, sondern die Sortierung, das Ordnungsprinzip, das hast du ja eben auch gesagt, dass das ja auch Funktionen erfüllt. Wer kommt eigentlich, aber tatsächlich nur, um trotzdem nur eine Erfassung zu machen oder eine Beteiligungsstruktur zu erzeugen, aber nicht die Grenze als Schließungsmaschine, sondern als Sortiermaschine. Und die Simulationen, die es dazu gibt, werden ganz unterschiedlich gesetzt. Manche Leute haben in diesen Simulationen festgestellt, dass wenn wir wirklich Open Borders hätten, ganz viele ihre Familien gar nicht mehr mitbringen würden, dadurch, dass sie wüssten, sie können arbeiten an Standorten, an denen Arbeitskraft benötigt wird, entsenden sie manche Personen, die arbeiten hier, die Familie bleibt im Land, erhöht über die Remittances oder immer weiter ihren Status, während sie, wenn man sie hierhin mitbringt, dadurch, dass man Angst hat, hinter einem geht die Grenze für immer zu, bringt man sie mit und lebt hier permanent in einem prekären Status und hat im Grunde genommen weder den Verdienst für sich, noch die Art und Weise, die Familie und möglicherweise das Umfeld, die Nachbarschaft, mit dem, was man hier arbeitet, auch noch in einer gewissen Form zu privilegieren. Aber das ist das eine, da gibt es ganz viel Simulationen zu. Und die andere Schule sagt aber, um Himmels Willen, wenn wir das machen, ist das der Tod des Wohlfahrtsstaates. Das können wir im Grunde genommen nicht machen, weil wir dann alle unsere wohlfahrtsstaatlichen Prinzipien in Frage stellen müssten. Aber widerspricht nicht unsere Erfahrung mit der türkischen Arbeitsmigration dem, was da die Simulation ergibt? Eigentlich nicht. Wir hatten das ja auch ganz lange, bis wir 73 den Anwerbestopp hatten und ab 73 der Anwerbestopp den Zwang erzeugt hat, die Familien nachzuholen und damit eine Dauerprekarisierung bis heute mit erzeugt hat. Während wir in den ersten Jahren, da war die Mobilität schwer, weil die Personen konnten sich kein Flugzeug leisten, sind einmal im Jahr zurückgeflogen, aber es war nicht die Idee, hinter mir schnappt die Grenze zu. Ich kann gehen und kommen, ich muss es mir leisten können. Das ist nochmal eine andere Privilegienfrage, aber es ist nicht diese Angst vor der Schließung, die dazu führt, ultimative Entscheidungen zu fällen. Ja, da gibt's, es ist natürlich umstritten empirisch, ne, weil das zum Teil ja auch Simulationen sind, aber es gibt da Beispiele, also für die USA wird das zum Teil auch argumentiert, ne, je rigider die Grenzpolitik, desto wahrscheinlicher ist es, dass man Visa-Overstayer hat, also Leute, die regulär kommen und irregulär bleiben, und desto wahrscheinlicher ist es, dass auch zirkuläre Migration unterbrochen wird. Also wenn jetzt der Arbeitsmarkt schwächer ist, geht man nicht weg, wieder zurück, sondern man verbleibt, weil man nie wieder eine Chance hätte, zurückzukommen. Und das sind sozusagen große Kosten. Das ist umstritten, inwieweit das dann tatsächlich trägt. Aber es gibt auch Beispiele in Europa. Spanien ist ja das Land, das seit den 2000er Jahren die meiste Migration hatte.
ganz viel natürlich auch aus den neuen Mitgliedsländern der EU, aus Bulgarien und Rumänien. Unglaublich viele Leute sind da hingegangen und als Spanien in die Wirtschaftskrise hineingeraten sind, sind die Leute einfach wieder zurückgegangen. Wenn die nicht Mitglied der Europäischen Union gewesen wären, dann wären die Leute nicht zurückgegangen, sondern dann wären die geblieben. Dann wäre das im Prinzip endgültiger Rückgang gewesen. Also es gibt schon solche Effekte, also die Unterbrechung von zirkulärer Migration durch Grenzschließungspolitik, die kann man tatsächlich finden. Wenn wir jetzt alles öffnen würden im globalen Maßstab, da wissen wir natürlich nicht sozusagen, wie die Effekte von Ungleichheit, auch Armut und so weiter auf Migration sind, weil es eben, das beschreibe ich in dem Buch ja auch, einen unglaublich starken Ortsbonus gibt im Hinblick auf Wohlstand und individuelle Wohlfahrt. Also der Ort, an dem man geboren ist, der ist sozusagen eine relativ gute Vorhersage für das Einkommen, das man im Leben erzielen wird. Also es ist nicht nur individuelle Leistung, weil global gibt es keine Meritokratie, sondern es ist wirklich der Kontext, in dem man sozusagen seine Fähigkeiten, Talente, Produktivität ausleben kann. Und deswegen, gut, wir haben das bei der Ost-West-Diskussion manchmal auch gehabt, dass die Ostdeutschen in den Westen gegangen sind. Man hat dann gesagt, die sind dann jetzt im Osten, ja, die sind dann eben nicht so produktiv. Dann sind sie im Westen gegangen, hatten sie natürlich dieselbe Produktivität und auch dieselben Einkommen. Und das würde natürlich für jeden anderen auch zutreffen, der jetzt irgendwie aus Somalia oder anderen Weltregionen kommt, wenn er einigermaßen qualifiziert ist. Aber natürlich gibt es auch das Problem des Braindrain, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also gerade jetzt diskutieren wir auch das medizinische Personal und so weiter. Also Freizügigkeit hat Kosten, hat auch große Risiken, auch für die Herkunftsgesellschaften. Wenn man keine Ärzte mehr in Rumänien hat oder Pflegepersonal, weil die alle in Deutschland sind oder viele und deutlich höhere Löhne bekommen, dann ist das für das Land natürlich ein Problem. Aber es ist eben auch ein negativer Anreiz, um neue Medizinerinnen und Mediziner auszubilden, weil die Kosten dieser Ausbildung extrem hoch sind. Und wenn man weiß, dass ein Drittel oder sogar die Hälfte davon dann ins Ausland gehen, dann kann sich die rumänische Regierung natürlich überlegen, ob sie investiert, damit in Deutschland die Krankenhäuser mit gut qualifizierten Ärztinnen und Ärzten gefüllt werden. Also das sind sozusagen relativ komplexe Folgeprobleme, die damit natürlich verbunden sind. Vielleicht noch mal ein Punkt auch zu dem, was Naika Forutan vorhin angemerkt hat. Ja, warum habe ich Israel-Palästina mit drin? Ist natürlich eine prominente Grenze, ist auch schon eine gut erforschte Mauer letzten Endes oder fortifizierte Grenze. Ich habe mich in dem Buch dafür entschieden zu sagen, ich gucke eigentlich auf das Wie der Grenze, also nicht so stark auf den Grenzverlauf. Und auf den hätte man hier ja in gewisser Weise mit hinauf aufschauen müssen, weil er eben umstritten ist und umkämpft ist. Und die generelle These, das hast du auch schon gesagt, ist, dass es eigentlich so eine starke Fixiertheit von territorialen Grenzen gibt seit dem Zweiten Weltkrieg. Früher ging es immer um das Wo der Grenze, da haben sich Grenzen permanent verschoben. Und heute geht es mehr um das Wie der Grenze, also wie eigentlich sozusagen diese Sortierung an der Grenze vor sich geht, weil die Grenzen bis auf wenige Ausnahmen, die uns sofort einfallen, also Russland und Ostukraine oder Krimbesetzung und sonstiges, bis auf wenige Ausnahmen sehr, sehr stabil sind, ultrastabil, selbst sozusagen im postkolonialen Kontext, weil eben die Kosten der Grenzveränderung, die Konflikte, die damit verbunden sind, unglaublich hoch sind. Also Grenzen prägen sich ja irgendwie auch ein. Leute, wobei wir das gerade sehen, Türkei mit Rojava und der Expansion nach Syrien. Also im Moment frage ich mich, das würde mich mal interessieren, Borders are back und sind eigentlich auch imperiale Strukturen wieder denkbar? Also diese ganze Fantasie der Ausweitung eines neuen Osmanischen Reiches ist ja so ein Teil des Nationalismus und einfach mal so kurz die Grenze bis Syrien zu verlagern und dann da zu bleiben, das würde jetzt keinen wundern. Iran, Afghanistan könnte auch noch mal eine neue permeable Grenze werden. Wir wissen noch gar nicht, in welche Richtung. Ehrlich gesagt, ich könnte es mir auch vorstellen, jetzt wird ganz viel darüber diskutiert, dass die Amerikaner und Deutschen 300.000 hochbewaffnete ein Heer, das eigentlich kämpfen sollte und jetzt zur Taliban gehört. Was machen denn diese 300.000 eigentlich? Überfallen die jetzt Iran? Gehen die jetzt in bestimmte Grenzregionen und sagen, das gehört jetzt uns? Ist gar nicht so unwahrscheinlich eine territoriale Expansion, obwohl du tatsächlich beschreibst, das war lange Jahre im Grunde genommen politikleitend territorial zu expandieren.
die Kosten waren aber so groß und mittlerweile geht es, wie du sagtest, eher um das Wie statt um das Wo. Ja, das sind, würde ich immer noch sagen, Einzelfälle. Also wir haben ja über 600 Landgrenzen weltweit und wahrscheinlich sind davon 15 Grenzen wirklich umkämpfte Grenzen. Auch natürlich zerfallende Sowjetunion, die Nachfolgestaaten, da gibt es natürlich auch viel Grenzkonflikte und Grenzrivalitäten, allerdings auch viel Mauerbau. Aber jetzt Aserbaidschan hatten wir jetzt auch den Fall und andere. Das kommt vor und ich würde auch nicht sozusagen das völlig ausschließen, dass es auch kriegerische Handlungen gibt, dass es auch Grenzverschiebungen geben kann oder die Chinesen, die dann Inseln aufschütten, um dann auch eine Seegrenze letzten Endes zu verschieben. Das gibt es. Aber ich würde trotzdem sagen, sozusagen für dieses Moment der Sortierung, also wir haben nicht mehr sozusagen diese Expansion von Imperien. Zum Teil gibt es natürlich auch Möglichkeiten einer regionalen Dominanz über ganz andere Mittel, die jetzt nicht unbedingt militärisch-kriegerisch sein müssen, sondern man kann auch eine Regionalmacht sein, indem man alle anderen ökonomisch letzten Endes von sich abhängig macht oder politisch-militärisch einfach nur in eine Drohgebärde hineingerät. Ich würde trotzdem bei der These bleiben, letzten Endes, dass es diese Grenzfixität gibt, also relativ stabile Ziehung von Grenzen und zugleich eben eine fundamentale Veränderung der Art der Organisation von Grenzkontrolle. Und da verliert letzten Endes häufig eben die territoriale Grenze auch ihre alte Funktion. Sie verschwindet, taucht dann an anderen Orten in anderer Form wieder auf, wird technologisiert. Und das ist eben das Geniale für sozusagen uns Privilegierte letzten Endes, dass für uns die Grenze unsichtbar wird. Also wirklich eine Invisibilisierung von Grenzen, die einfach so, ja, man bewegt sich darüber hinweg und so weiter. Und für andere viel, viel rigider. Das liegt auch daran, dass sich im Prinzip die Kontrollakteure vermehren. Das ist jetzt nicht mehr nur sozusagen der Einzelstaat, der an seinem Territorium da jetzt als Wächter agiert, sondern da werden eben dritte Staaten mit eingebunden, da werden private Unternehmen mit eingebunden, da wird die Digitalwirtschaft mit eingebunden, werden zum Teil auch Bürgerwehren mit eingebunden, das gibt es natürlich auch, so eine Privatisierung von Kontrolle. Und das ist eben ein sehr umfassender Prozess, auch die ganzen Transportunternehmen sind mit eingebunden. Letzten Endes agieren ja Fluggesellschaften wie gar nicht anders als eine Einwanderungs- oder eine Grenzkontrollbehörde. Also die kontrollieren eben auch den Pass und ob man ein Einreisevisum hat. Also die übernehmen quasi staatliche Funktionen. Und ja, ich habe ja in dem Buch letztendlich noch so ein bisschen weitergehende These, dass ich sage, die Grenze diffundiert räumlich. Wir haben die Grenze immer räumlich gedacht und ich würde die Grenze jetzt nicht mehr räumlich denken, sondern ich definiere die Grenze letzten Endes über Kontrolle. Und Kontrolle kann an vielen Orten stattfinden. Also das heißt, kann sich plurilokal oder multilokal aufstellen, kann überall stattfinden. Die Grenze kann nach außen wandern, das ist die Grenze vor der Grenze. Die Grenze kann aber auch nach innen wandern, das ist die Grenze hinter der Grenze. Das ist ja jetzt nicht überraschend, sozusagen der deutsche Zoll, der früher an der Grenze gearbeitet hat, was macht er heute? Der macht Kontrollen auf Berliner Baustellen. Oder es gibt mobile Grenzen, das ist auch so ein paradoxes Wort, so ein bisschen, ne? Mobile Grenzen, wo man eigentlich denkt, ja, Grenzen ist doch der Grenzverlauf, aber das ist es einfach nicht mehr, sondern die Grenze kann überall sein und es gibt eine Diffusion von Kontrolle in den öffentlichen Raum hinein. Da sind wir praktisch schon beim Thema Asyl, was ich gerne noch ansprechen würde, bevor Herr Gosepat dann gleich noch dazu was sagt. Nämlich, da sind wir jetzt sehr nah bei der Idee der Asylzentren, auf die Sie ja auch eingehen. Ne? Das, was sozusagen ich erstmal das Asylparadox nennen würde, dass ein Asylantrag nur in einem Schengen-Land jetzt aus unserer Perspektive gestellt werden kann, wir gleichzeitig aber sehr viel dafür tun, dass man diese Länder gar nicht erreicht, wenn man Asyl suchen will. Und eine Möglichkeit, das aufzulösen, ist ja der Vorschlag von Asylzentren außerhalb Europas. Wie ist das eine Lösung? Wie schauen Sie darauf? Ja, also Sie sagen ja im Buch sozusagen, Sie glauben nicht, dass das kommen wird, aber das ist ja noch... Ja, das gibt eine Kollegin, die auch zu Shifting Borders arbeitet, Eilert Schacher. Die sagt letzten Endes, also die ist Rechtswissenschaftlerin, die sagt, ja, wenn jetzt die Kontrolle wandert in Transit- oder Herkunftsländer, dann muss letzten Endes auch der rechtliche Kontext mitwandern. Weil Recht und Territorium ist zu eng verschnürt. Das heißt, wenn wir uns eigentlich wegbewegen vom eigenen Territorium mit den Formen der Kontrolle, dann müssen wir eigentlich die rechtlichen Verpflichtungen mitnehmen. Denn es ist natürlich absurd, niemand kann einen Asylantrag bei einem Flughafenbeamten stellen
oder bei einem Mitarbeiter einer Airline. Und niemand kann einen Asylantrag stellen, sozusagen in einem sicheren, oder in Deutschland, wenn er durch einen sicheren Drittstaat kommt. Das heißt, die Zugangsmöglichkeiten sind eigentlich nur ja, über einen privaten Hubschrauber, wo man dann irgendwie landet oder mit dem Fallschirm dann sich nach unten begibt. Das ist natürlich eine sehr clevere Lösung mit diesen sicheren Drittstaaten und das ist natürlich auch eine Form der Exterritorialisierung, also dass man Leute auf Distanz hält, um eben diese rechtlichen Verpflichtungen eigentlich zu umgehen. Und da würde ich schon klar sagen, das ist sozusagen, es gibt durch das Asylrecht eine normative Selbstbindung an bestimmte Schutzrechte, auch im internationalen Recht kodifiziert. Und das, man kann sich eigentlich als Staat nur illiberal verhalten, wenn man diese räumliche Expansion von Kontrolle vornehmen kann. Also wenn man die Leute vom Territorium weghält. Also es gibt ja dieses Non-Refoulement Principle, also dass Leute, wenn die erstmal das Territorium erreicht haben, nicht abgewiesen werden können. Aber da muss man eben dafür sorgen, dass sie das Territorium erst gar nicht erreichen. Ja, die Asylzentren in Nordafrika, das wäre sozusagen eine Möglichkeit. Ich bin trotzdem skeptisch, erstmal aus politischen Gründen, weil ich glaube, man hat ja eigentlich, obwohl Dänemark das jetzt angekündigt, dass sie das eventuell machen wollen, man hat ja eigentlich sozusagen diese Art von Distanzkontrolle und auch von sicheren Drittstaaten eingeführt, um die Zahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber klein zu halten. Also man möchte die Leute ja prinzipiell nicht, selbst wenn man auch sozusagen über das Grundgesetz oder die Verfassung eine eigene Bindung an diese Norm hat. Das heißt, man muss möglichst wenig davon herkommen lassen. Mit diesen Asylzentren wäre das natürlich eine andere Situation. Es könnten mehr. Und die andere Frage ist natürlich, schafft man da einen rechtlich sicheren Kontext? Also wie schafft man es eigentlich an Orten, wo Leute, die vielleicht mit Leib und Leben bedroht sind, die geflüchtet sind, die vielleicht von einem Regime verfolgt werden, wie schafft man es eigentlich, dass die möglicherweise über Wochen so ein Verfahren über sich ergehen lassen können? Wo kriegen sie eigentlich rechtlichen Beistand? Wo ist die Rolle der Zivilgesellschaft? Gibt es Öffentlichkeit, die da mitmachen kann? Also ich glaube, das wären rechtlich extrem prekäre Zentren. Und wenn ich unterstelle, dass es ein politisches Interesse daran gibt, möglichst wenig zuzulassen, dann glaube ich, werden das auch rechtlich sehr wackelige Konstruktionen werden, die vielleicht nicht das einhalten, was wir von einem guten Asylverfahren erwarten würden. Herr Gosepat. Ich wollte nicht vorher einhaken, aber kann das jetzt hier aufnehmen. Also Steffen hat das ja jetzt ja nochmal gerade zugespitzt und hat gesagt, von Grenze verschiebt sich das zu Kontrolle. Grenze ist eine Form von Kontrolle, aber eigentlich reden wir jetzt über verschiedene Kontrollregimes. Und jetzt war ja meine Pointe, um mich zu sagen, Einwand, ohne Kontrolle kann man sich eine Weltgesellschaft oder eine Gesellschaft in der Welt überhaupt nicht vorstellen, ohne Grenzen eventuell schon. Also da gibt es ja wenigstens diese Position, du hast sie ja nochmal genannt mit Joseph Kerns. Aber deshalb verschiebt sich das. Ja? Also die teilweise begriffliche, teilweise phänomenale Verschiebung von Grenzen auf Kontrolle macht die normative Frage anders. Ich finde das den Clou, weil es jetzt irgendwie diese bisschen utopistische Diskussion Open Borders, wo dann auch alle Leute mit den Augen drehen, sozusagen verschiebt, sondern es geht jetzt eigentlich darum, wie reguliert man die Sachen und wer kontrolliert es. Und jetzt komme ich auf diese Asylsache, ja, natürlich mit Recht gesagt, ja, also wenn wir die Kontrolle dann in Subsahara-Afrika machen, dann muss die bestimmten Standards genügen. Und das ist natürlich genau die normative Anforderung. Sie muss rechtlichen Standards genügen, wenn es unser Asylrecht ist. Das ergibt sich, da finde ich, hat die Ayelet ja vollkommen recht. Aber es muss natürlich auch normativen Standards genügen. Und die hängen jetzt hoffentlich zusammen, aber ist natürlich nochmal ein extra Punkt. Und das ist genau der Punkt. Also es schlägt dann um zu sagen, wollen wir jetzt Grenzen oder nicht, zu Fragen der Kontrolle und dann zu der Frage eben sozusagen, welche Kontrollmechanismen sind rechtlich legitim und welche sind moralisch legitim. Bevor wir jetzt hier gleich das für die Fragen des Publikums öffnen, würde ich gerne eine letzte Frage, Herr Mau, an Sie stellen oder vielleicht auch an die anderen, wenn Sie dazu sich äußern möchten. Nämlich wollte ich Sie bitten, sozusagen jetzt aus Ihrer Sicht als Grenzforscher uns mal aufzuschlüsseln, was da im Moment tatsächlich in Afghanistan passiert. Wie schauen Sie darauf, auf die Sortiermaschine Flughafen Kabul? Ja, erstmal als Bürger natürlich entsetzt und auch emotional schockiert. Als Grenzforscher sehe ich natürlich sozusagen die Grenzkaskade da relativ deutlich. Ist ja zum Teil jetzt auch schon eine Einschlussgrenze, dass die Taliban niemanden mehr rauslassen wollen.
wenn man dann an den Flughafen kommt, dann ist man eben mit Formen der Fortifizierung konfrontiert, also Stacheldraht, auch Mauern, dann auch militärische Sicherung. Und dann ist es natürlich auch eine Mauer aus Papier. Also Pässe und Visa spielen eine große Rolle. Wir wissen ja darum, dass es Leute, Anträge gab, auch tausende Anträge, so Gefährdungsanzeigen, die dann eben in auch Behörden in Deutschland über Wochen rumliegen, wo ein sehr, sehr kleiner Teil nur bearbeitet worden ist. Soweit ich das gelesen habe, nur 10% innerhalb von 6 Wochen. Und wenn man sagt, das sind Gefährdungsanzeigen, dann geht es um Leben und Tod möglicherweise. Und dann ist natürlich die, also sozusagen so eine Art von bürokratischer Verschleppung aus meiner Sicht, also normativ und moralisch, aber eben auch als Staatsbürger hochproblematisch. Also ich, und das ist sozusagen auch ein Effekt einer dieser langfristigen Immobilisierung. Also wenn die Afghanen und Afghanen, wenn die freier wären, überhaupt mobil zu sein, dann wären die vielleicht schon vor Monaten ausgereist und hätten vielleicht frühzeitig darauf reagieren können. Aber dieser Flaschenhals, der entsteht ja letzten Endes dadurch, dass sie eigentlich keine Möglichkeit oder fast keine Möglichkeit haben, ihr eigenes Land zu verlassen. Und dass sie sozusagen dann über Wochen offensichtlich auf eine Lizenzierung ihrer Mobilität oder der Anerkennung ihrer Schutzbedürftigkeit oder sozusagen dieser Ortskräftekategorisierung darauf eben warten müssen. Und das ist jetzt offensichtlich zu spät, mit der Konsequenz, dass eben Leute da bleiben, dass die jetzt nicht mehr rauskommen. Heute ist ja, glaube ich, das letzte deutsche Flugzeug erstmal geflogen. Und da würde ich schon sagen, ja, das passt schon unglaublich gut in das Bild, das ich in diesem Buch auch schreibe. Natürlich nicht mit dieser Dramatik, aber es hat eben was mit dieser Sortiermaschine Grenze zu tun. Ohne diesen Typ von Grenze, wie ich ihn in dem Buch versuche nachzuzeichnen, hätten wir diese sozusagen jetzt eskalierende Situation in Afghanistan gar nicht gehabt. Ich würde das auch gerne unterstützen, dass ich beim Lesen genau diesen Punkt hatte, dass die Sortierung, und du beschreibst das ja auch, wie die Sortierung sich historisch verändert, wann man wen möchte, verändert sich über die Zeit. Manchmal ist es an Geld gebunden, manchmal ist es an Jobs, manchmal ist es an politische Agreements gebunden. Und jetzt in Afghanistan haben wir natürlich in ganz kurzer Zeit verdichtet im Brennglas diese Sortierung diskutiert. Zum Beispiel, dass die Sortierung ganz stark gebunden ist an Geschlecht. Dass plötzlich es hieß, ja, wir wollen Leute aufnehmen, aber es sollen nur Frauen sein und am liebsten nur Journalisten und Bloggerinnen und Ärztinnen auch noch und alleinstehend und okay, Kinder können sie auch noch haben. Und im gleichen Moment kamen dann Memos vom Auswärtigen Amt, wo den Familien, die Ortskräfte waren, die ausreisen durften, gesagt wurde, okay, deine Tochter über 18 darfst du mitnehmen, aber dein Sohn über 18 darf nicht mitkommen. Und ein Vater da steht und sich denkt, 18, ich meine, mein Sohn macht jetzt gerade Abitur, wenn ich mir vorstelle, ich müsste vor dieser Entscheidung stehen und meinen 18-jährigen Sohn irgendwo lassen, das muss man sich einfach mal vorstellen, wie sehr dieses Bild dieser muslimischen Horden an wilden Vergewaltigern über die letzten 5 Jahre so stark kultiviert wurde, dass wir hier auf höchster politischer Ebene dieses Geschlechtermerkmal ziehen können und das den Leuten auch noch normativ richtig vorkommt. Also die Sortierung über Geschlecht, die Sortierung über Deservingness, die Sortierung über tatsächlich Arbeit und auch das ganz virtuell. Da haben Leute 20 Jahre gearbeitet, aber vor 2 Jahren wurden sie Subunternehmern übergeben und haben dann de facto nicht mehr offiziell für den deutschen Staat gearbeitet und fielen plötzlich aus dieser Kategorie Ortskraft heraus. Also ich finde, dass man das unter dem Gesichtspunkt dieses Buches nochmal ganz klar für sich erkennen kann, wie die Sortierung funktioniert, wie ungerecht sie ist. Aber ich würde tatsächlich in der Form, ich glaube, dass wir die Sortierzentren sehen werden, sowohl als Asylzentren als auch als
Zentren für im Grunde genommen Anwerbeabkommen oder für das, was die ganze Migrationspolitik die ganze Zeit möchte, gezielte Anwerbung von Gruppen. Ich glaube, sie werden an der Grenze zwischen Iran, Afghanistan und Pakistan entstehen. Und dort gibt es auch durchaus eine sehr aktive Zivilgesellschaft, die seit Jahren schon in den Grenzregionen operiert und die zumindest wahrscheinlich nicht, die können nicht auf die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit dann Kontrolle üben, aber sie haben zumindest das, was Zivilgesellschaft oft hat als Tool, nämlich zu skandalisieren oder Informationen weiterzutragen. Das wird wahrscheinlich passieren und ich glaube, dass unser humanitärer Diskurs der letzten Jahre auch in der Migrationsforschung an ein Ende gekommen ist. Die ganze Frage Luftbrücke, Korridor, kommen jetzt 10.000, 20.000, okay, ich bin mal ganz mutig und fordere 50.000, so what? Es sind immer noch 36 Millionen da. Das heißt, die ganze Debatte wird sich stärker von den ganzen Befindlichkeitsdiskursen hier und der ganzen Nationalisierung der Migrationsforschung wahrscheinlich jetzt wieder auf Internationalisierungsformen ausweiten. Das wäre jetzt meine Prognose als Migrationsforscherin. Ja, sehr, sehr spannend. Und jetzt hoffe ich auf Fragen. Und es gibt auch jemanden, der ein Mikro hat und damit... Achso. Also Sie dürfen trotzdem Fragen an Herrn Mau richten. Also. Ja, guten Abend. Christina Korte, auch von der HU. Vielen Dank erstmal für die sehr spannende Diskussion. Meine Frage richtet sich nochmal so ein bisschen auf die beschriebenen gleichzeitigen Entwicklungen oder Trends. Also zum einen gibt es diese Entwicklung von Digitalisierung und auch von Verlagerung von Grenzen, die es ja eigentlich möglich macht, dass die Grenze immer unsichtbarer wird oder unsichtbar bleibt. Es wurde ja auch gesagt, diejenigen, die privilegiert reisen, nehmen diese Grenze gar nicht wahr. Und dann gibt es aber gleichzeitig eben auch diesen Trend der Fortifizierung, der ja Grenzen irgendwie gerade sehr stark sichtbar macht oder auch bewusst in Szene setzt. Und damit wird ja dann auch eigentlich diese Ungleichheit der Mobilität sichtbarer. Also wenn ich jetzt bildlich gesprochen vor der Grenzmauer stehe, für mich öffnet sich diese gläserne Kaufhaustür, ich kann durchgehen, dann kann ich ja trotzdem nicht mehr ausblenden, dass es diese Ungleichheit gibt. Und ich frage mich schon, wenn es eben die Möglichkeit gibt, Grenzen eigentlich unsichtbar zu gestalten, was ist dann vielleicht auch der Narrativ oder die Botschaft, dass es gleichzeitig sehr bewusst auch Grenzzäune gebaut werden und ich dann irgendwie an der US-mexikanischen Grenze oder auch zwischen Spanien und Marokko und Ceuta dann ja doch vor so einem Grenzzaun stehe und vielleicht dieser Narrativ von einer globalisierten, grenzenlosen Welt, der sich ja sehr lange gehalten hat, vielleicht auch deswegen, weil es eben immer möglich war, das auszublenden, diese Ungleichheit, wenn ich als privilegierter Reisender das einfach nicht wahrnehme, ob sich das dann auflöst damit und ob das vielleicht auch bewusst ist oder warum es eben diese gleichzeitig immer noch gibt, dieser verschiedenen Entwicklungen, die Gleichzeitigkeit. So, ich habe jetzt kein Mikro, ich weiß gar nicht, ob man mich jetzt hört. Man hört Sie ganz gut, oder? Ja. Gut, das versuche ich in dem Buch auch so ein bisschen zu beschreiben, sozusagen, dass diese fortifizierten Mauern, die haben natürlich nach wie vor auch eine materielle Funktion. Also es ist nicht so, dass sie völlig funktionslos sind. Manche Autorinnen und die sagen dann, das ist reine sozusagen Theatralik, das ist eine reine Symbolpolitik und de facto können Grenzen um oder über oder unterlaufen werden. Ich würde trotzdem sagen, sie haben extrem starke sozusagen Funktionen für die als wirklich Barrieren, als Raumtrenner. Und das kann man auch sehen, also zum Beispiel ja, Lager sind ja häufig in Grenznähe, also Geflüchtetenlager in Grenznähe angesiedelt. Also da kommt es häufig zu Halte- und Stausituationen, wo Leute einfach nicht mehr weiterkommen. Das heißt nicht, dass die Grenze völlig abdichtet. Die meisten, also auch die fortifizierten Grenzen, sind eben auch keine Verschlussgrenzen, in dem Sinne, dass da nichts mehr passiert. Das ist vielleicht Nord- und Südkorea, selbst da gibt es Austausch. Aber auch die innerdeutsche Grenze ist ja häufig überstiegen worden, wenn man Marokko und Ceuta, da laufen jeden Tag 20.000 Leute über die Grenze, die eben zum Arbeiten kommen nach Ceuta und dann irgendwie als Händler, als Putzfrauen und so weiter da unterwegs sind. Also diese fortifizierten Grenzen sind häufig eben auch Filtergrenzen. Aber sie haben dazu noch eine materielle Form, eine Art von Infrastruktur, auch sozusagen, sie machen auch physisch Eindruck und haben natürlich auch eine Performativität. Also sie sollen auch Eindruck machen, also sie sollen auch eine Signalwirkung nach außen richten. Und was machen eigentlich solche fortifizierten Grenzen?
ja, wir haben so einen Begriff des Othering, also wirklich, dass man sozusagen versucht, eine Kategorie der Differenz zu etablieren in einer sozusagen räumlichen Trennung. Und das ist ja letztendlich auch die Rhetorik von Donald Trump gewesen in seinen Reden über die Mexikaner als Vergewaltiger und Kriminelle und so weiter. Da wird eben auch eine Form von Dehumanisierung, findet da eben auch statt. Also Leute, die auf der anderen Seite einer solchen Mauergrenze wohnen, die dürfen legitimerweise auch anders behandelt, klassifiziert und so weiter werden. Sie haben nicht dieselben Rechte, sie begegnen uns nicht auf Augenhöhe. Das ist eine weitere Funktion und natürlich stark gibt es natürlich auch innenpolitische Funktionen von solchen Grenzen. Also Orban ist ja so ein Beispiel, wo das eben auch zur Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft genutzt wird, weil man dann auch im Inneren Freund-Feind-Verhältnisse entwickeln kann. Also all diejenigen, die dann irgendwie für weniger Mauer sind oder die nicht mitfinanzieren wollen oder für offene Grenzen sind, die werden dann eben auch als sozusagen Feinde des Volkes dargestellt. Das heißt, man kann eigentlich das, was die Mauergrenze macht, im Inneren nochmal im politischen Konflikt wiederholen und dann vielleicht die Demokraten und so weiter dann zu Gefährdern machen, weil sie eben nicht bereit sind, die Mauer da irgendwie mitzufinanzieren und dieses rigide auch Grenzregime dann politisch mitzutragen. Gibt es noch weitere Fragen? Das wäre schön. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich sehr interessant, Ihnen zuzuhören. Ich wollte zu sprechen kommen auf das Mittelmeer. Wir haben, also es ist angedeutet worden, das ist ja im Grunde eine quasi naturalistische Grenze, bei der man auf Darwinismus setzt und sagt, manche schaffen es eben und manche nicht. Ähnlich wie die Schwimmer, die aus Hiddensee versucht haben, nach Dänemark zu kommen. Also es gibt ja auch diese Räume, die als natürliche Grenzräume da sind und in denen eine Art von grausamer Unbestimmtheit herrscht. Was ich Sie jetzt fragen möchte, ist, ob durch die neuen Techniken dieser Modus, eine Grenze zu haben, die gleichzeitig unterlaufen wird, was es ja auch immer wieder gegeben hat, so ein augenzwinkerndes grüne Grenzeverhalten in anderen Regionen, perfektioniert sich das oder gibt es weiterhin bei diesen 600 Grenzen, von denen Sie sagen, nur 15 sind wirklich in Frage gestellt, wird das System perfekter oder ist es nach wie vor so, dass es Grenzen gibt, die sozusagen ernst gemeint sind und andere weniger und rechtsfreie Pufferräume dazwischen? Also an dieser nassen Grenze im Mittelmeer kann man im Prinzip schon mal zeigen, dass wir mit sehr ungleichen moralischen auch Maßstäben Dinge bemessen. Da sind in diesem Jahr schon über 1000 Menschen ums Leben gekommen. Ich war jetzt zu einigen Veranstaltungen, 65 Jahre Mauerbau. In der deutschen Grenze sind, ich weiß nicht, 360 Menschen, alles schlimme Schicksale, ums Leben gekommen. Aber wir bewerten das sehr unterschiedlich. Ne? Also in den 28 Jahren der Existenz der innerdeutschen Grenze. Weil es eben anders klassifiziert ist, sind eben keine Staatsbürger, die haben nicht die gleichen Mitgliedschaftsrechte und so weiter. Und deswegen sind auch sehr unterschiedliche moralische Kategorien da im Anschlag. Also die Smart Border, die bezieht sich einerseits natürlich auf die Kontrolle und Nutzung biometrischer Daten von digitalen Datenbanken und sonstigen, aber andererseits auch auf die Grenzraumüberwachung. Da haben wir eben jetzt auch über Sensoren, über Wärmebildkameras, über akustische Signalgeber, auch thermische Verfahren und so weiter, da mehr Möglichkeiten, letzten Endes die Grenze in der Vollständigkeit zu überwachen. Und jetzt kann man das sozusagen algorithmisch jeweils auflösen, wenn man diese Systeme können eben heute auch dann unterscheiden zwischen, ja, bei Witterungsverhältnissen, zwischen Mensch und Tier und sonstigen, die werden jetzt entwickelt, das kommt nach und nach. Und neulich gab es auch mal so eine Meldung, also es gibt auch andere Möglichkeiten der Grenzabwehr, dass zum Beispiel die griechische Grenzbehörde mit solchen akustischen Lautbomben, könnte man sagen, also die dann, wie bitte? Schallkanonen jetzt arbeitet, die wirklich unglaublich starke Schmerzen, auch Verwirrung, Orientierungslosigkeit hervorrufen. Und das sind in Form ja nicht physischer
letzten Endes Grenzsicherung, die es eben gibt. Und ich würde schon sagen, das entwickelt sich nach und nach. Wir Europäer, wir sind ja immer sehr schnell mit der Kritik an der mexikanisch-amerikanischen Grenze und der Brutalität dieser Grenze. Aber wenn wir uns mal vorstellen würden, wir hätten das Mittelmeer nicht, wie die Grenze da aussehen würde, dann wäre sie genauso wie die amerikanisch-mexikanische Grenze. Es würde keinen Unterschied geben. Von daher ist unsere moralische sozusagen Selbstgefälligkeit oder Erhabenheit natürlich auch letzten Endes erkauft mit dieser geografischen Situation, in der wir uns befinden. Aber man muss das eigentlich immer mitdenken. Ja, guten Abend, Jan Linders. Ich arbeite auch hier, aber nicht im Humboldt-Labor, bei den Veranstaltungen von der Stiftung. Ich habe eine Frage zu den Medien. Die geht an Sie, Herrn Mau, aber vielleicht will Frau Hoffmann da auch antworten. Wie weit sind Medien an der Richtung von Grenzen beteiligt? Ich sage Ihnen mal ein Paradox. Ein Freund von mir hat gestern ein Visum für Afghanistan besorgt. Er will da Urlaub machen. Ich kann Ihnen heute einen Flug mit Türkisch buchen von Kabul nach Berlin in 2 Wochen für $857. Bei Turkish Airlines könnte ich jetzt buchen. Das heißt, unser Narrativ ist doch im Moment, die Amerikaner gehen weg, wir können nichts machen. Ich frage jetzt wirklich so naiv, wie ich dieses Ticket buchen könnte, warum haben wir dieses Narrativ, wir zucken mit den Schultern, könnte man nicht eine kleine Konsularbesatzung da lassen, die Visa ausstellt, die den Menschen, die wir noch nach Deutschland bringen wollen, einen zivilen Flug ermöglicht, ab in 2 Wochen? Oder wie wird das Narrativ sein in 2 Wochen? Man muss ja mal gucken, ob Turkish Airlines den Flughafen übernehmen kann. Aber ist dann die Geschichte Afghanistan vielleicht schon vergessen vorbei? Also wie weit sind diese Narrative der Bilder, die wir jetzt, der Extrembilder, die wir vom Flughafen sehen, löschen jetzt alles andere aus, alle anderen Möglichkeiten? Ja, also es gibt auch einen Hinflug für Ihre Kollegen, die heute nicht wieder ausgeflogen wurden. Also $350 kann ich ab 2. September von Berlin nach Kabul fliegen. Nein, das werden Sie ganz sicher nicht können, weil dass man den Flug buchen kann, ist ja nur ein elektronischer Vorgang und sagt natürlich nichts darüber aus, ob man da tatsächlich fliegen kann. Und nach allem, was wir wissen, ist dieser Flughafen nicht mehr funktionsfähig. Und darum geht ja die ganze Diskussion, wie kann man den überhaupt wieder funktionsfähig machen, weil der Tower zerstört ist und in dem Moment, also es ist einfach kein realistisches Szenario, und dass man ein Ticket buchen kann, sagt, glaube ich, gar nichts darüber, ob man eine Grenze tatsächlich überschreiten kann, aber das wäre interessant. Und allgemein möchte ich sagen, dass wir als Journalisten extrem auch von Grenzbeschränkungen betroffen sind und immer aussortiert werden und oft als Erste aussortiert werden. Also ich habe zum Beispiel enorme Schwierigkeiten, als Journalistin nach Iran zu reisen, weil viele nicht demokratische Regime versuchen, die Berichterstattung dadurch zu regulieren, dass die Journalisten Visa gewähren oder nicht gewähren und dann eben Journalisten, die besonders kritisch berichten, keine Visa geben. Also insofern sind wir als Berufsgruppe nochmal besonders betroffen, weil unser Schreiben da ständig mit Gegenstand ist in dieser Visapolitik. Aber das ist vielleicht nur ein Detail. Ja, zu dem konkreten Fall kann ich jetzt auch nichts sagen. Aber man kann natürlich schon erwarten, dass es irgendwann wieder auch mal Flugverkehr geben wird, mindestens auch von Ländern, die jetzt vielleicht nicht Alliierte sind, aber zumindest signalisiert haben, dass sie da Beziehungen weiterhin unterhalten wollen und offensichtlich die Taliban auch nicht abgeneigt sind, diese Beziehung dann einzugehen. Da wird es wieder Möglichkeiten geben. Es hängt dann vielleicht in Zukunft, also wenn es mal, ich glaube auch nicht in 14 Tagen, aber vielleicht im halben Jahr, wenn es wieder regulären Flugverkehr geben sollte und Leute Tickets kaufen können und auch der Zugang zum Flughafen gegeben ist, dann kann man natürlich auch schon darüber nachdenken, ob es für Afghaninnen und Afghanen vielleicht die Möglichkeit geben sollte, privilegiert oder visumfrei in Deutschland einzureisen. Das wäre zum Beispiel eine große humanitäre Geste, wenn man sagt, die könnten hier dann sozusagen regulär einreisen und vor Ort zum Beispiel eine Asylprüfung über sich ergehen lassen. Darüber kann man ja nachdenken, oder man macht das in Kontingenten.
Also das wäre sozusagen so ein zweiter Schritt des Herausholens oder das Öffnen von bestimmten Bahnen oder Schleusen, wo Leute jetzt erstmal das Gefühl haben, es geht nichts raus mehr aus diesem Land. Wir sind eigentlich in einer Falle und mit großen Risiken, dass wir eben ja, durch Racheakte oder anderes dann zu Schaden kommen. Ich glaube, da war noch eine Frage. Eine würden wir noch nehmen. Ja. Guten Abend. Danke für die spannende Diskussion, die sich ja, wenn ich das richtig sehe, am Anfang vor allem um die Frage der Legitimität von Grenzen gedreht hat. Nicht so sehr, wenn man so will, um die vielleicht für mich zumindest soziologisch näherliegende Frage, inwiefern Grenzen auch Legitimität in dem weberianischen Sinne konstituieren. Ja. Und mir scheint, dass das Angebot des Panels, aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, dann dürfen Sie mich jetzt gerne oder dürft ihr mich jetzt gerne dann korrigieren, im Grunde genommen ein Plädoyer dafür war, nicht irgendwie die Grenzen abzuschaffen oder dergleichen, sondern die Frage der Sortierung zu demokratisieren. Das klingt alles prima, finde ich, wenn das die These oder die Position wäre. Was mich interessieren würde, ist, ob es vielleicht irgendwelche empirischen Erkenntnisse dazu gibt, ob bei einer Demokratisierung der Grenzfrage und der Sortierlogiken, ob wir dann andere Grenzen hätten. Weiß man da irgendwas drüber? Das wäre wirklich sehr interessant, vor allem, wenn man sich sozusagen aus der Perspektive der Privilegierten mit dieser Frage beschäftigt. Wir haben ja genau die Gegenpositionen, die jetzt nicht präsent sind auf dem Panel, im Moment auch in der Gesellschaft und das nicht nur irgendwie von ganz rechts oder so. Ne? Also denken wir an das neue Buch von Wolfgang Streeck oder so. Ist das ein Plädoyer für mehr Grenzen, mehr Kleinstaaterei, um sozusagen die plebejische Demokratie zu retten? Ne? Diese Position gibt es ja auch. Dann würde ich trotzdem dazu sagen, dass Wolfgang Streeck auch gerne nach Madrid oder nach Paris fliegt, um auf den Panels dort seine Thesen zu vertreten, was auch natürlich gut und richtig ist. Aber natürlich gibt es Schließungsinteressen sozusagen. Viele Kollektive haben Interessen daran, sich irgendwie abzusondern, sozusagen eine eigene Organisationsform, auch Differenzen auszubilden und so weiter. Wolfgang Streeck stellt ja da sogar die Behauptung auf, das sei so eine Art von anthropologischer Konstante, jedenfalls sozusagen in diesem nationalgesellschaftlichen Format. Ich würde sagen, wenn man wirklich empirisch hinguckt, gibt es eine extreme Varianz, also wie offen und wie geschlossen Gesellschaften sind, also sowohl historisch wie auch im Gesellschaftsvergleich, unterscheidet sich fundamental, also sehr stark, auch die Stimmung. Und ich würde schon sagen, das ist relativ stark auch sozusagen ein Bereich der Politisierung. Also es ist jetzt nichts, was schon automatisch schon immer da ist, sondern was sozusagen durch politische Unternehmer, öffentliche Diskurse, Medien und so weiter strukturiert wird. Und das ist ja jetzt irgendwie auch, also Orbáns Ungarn unterscheidet sich nun mal in den Stimmungen vielleicht von der deutschen Situation. Und da würde ich schon sagen, ja, da kann man eben auch eine ganze Menge machen. Also Demos ist ja eben auch nichts Fixes und Unveränderliches, sondern das ist jeweils ein Prozess. Und wenn man davon ausgeht, dass Länder oder Gesellschaften ihre Grenzen sehr unterschiedlich gestalten können, dann muss natürlich für jeden jetzt aufgeklärten Liberalen oder für jeden, der sich an normativen Prinzipien mit Universalitätsanspruch orientiert, muss das natürlich die Aufgabe sein, letzten Endes genau diese Fragen, die wir jetzt hier auch schon diskutiert haben, ne? Nach der Transparenz von Entscheidungen, nach der Reziprozität, nach der Inklusionsbereitschaft und so weiter, die muss man sich natürlich dann stellen und die kann man nicht, glaube ich, mit dem Verweis einzig darauf, dass es auch Staaten gibt, die Interessen oder Bevölkerungsteile, die Interessen an Schließungen haben, gibt, weil, wie gesagt, das ändert sich über die Zeit stark und ist auch zwischen den Gesellschaften sehr unterschiedlich. Und vielleicht muss man auch immer wieder noch daran erinnern, dass auch Mobilität so ein bisschen zu einem allgegenwärtigen Mythos geworden ist, als wollte die ganze Welt sich tatsächlich permanent bewegen. Wir haben ja die Zahlen im letzten Jahr, 272 Millionen International Migrants und die Zahl der Geflüchteten ist um ein Vielfaches niedriger. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wenn wir das in Bezug setzen zu der Milliardengröße der Weltbevölkerung,
dass eben die allermeisten Menschen nicht migrieren. Migration erklären wir, da haben wir natürlich auch als Migrationsforscherin immer auch zu beigetragen, mit der Idee, Migration ist Normalität. Aber so wie du sagst, es ist eben nur für manche Normalität und es ist auch nicht so, dass alle wirklich ihr Land verlassen wollen. Das Interessante ist ja, nehmen wir nochmal Iran, das ist immer wieder so als Beispiel gekommen, das hat über die letzten Jahrzehnte extrem wenig Migration gehabt. Klar, die Grenzen waren geschlossen, aber es gab trotzdem weltweit Programme, um sich zu bewerben. Und es ist nun mal weiterhin eine hoch ausgebildete, hochqualifizierte Bevölkerung. Das heißt, an vielen Standorten dieser Welt würde man über bestimmte Formen von Visavergabe diese Leute hierher bekommen. Aber die kommen nicht. Jetzt hat sich seit 2015, dadurch, dass das Embargo verstärkt wurde und wirklich genauso wie diese, also es haben sich nochmal externe Notfaktoren ergeben, jetzt erhöht sich der Migrationsdruck. Aber wenn man reinfragt, ist das trotzdem nicht der Wunsch aller Menschen, nach Deutschland zu kommen, so wie es hier erzählt wird. Ich glaube, da muss man auch manches nochmal ein bisschen gerade rücken. Und was ich noch vielleicht als abschließende Anekdote ganz lustig fand, war, dass die Taliban sich jetzt gerade beschweren, die Amerikaner würden eine regelrechte Ausreisekampagne starten. Und Migration oder die Menschen im Land zu behalten, wird ja auch nochmal, wenn alle gehen, ist das auch nicht gut für die Regime. Es ist auch eine Form von Peinlichkeit. Man will auch die Leute bei sich behalten. Und ich weiß nicht, ob du das auch bekommen hast. Die DDR hat dann die Mauer gebaut. Zum Beispiel, ja. Aber für gestern lief was über meinen Familien-Iran-Twitter-Dingsbums-WhatsApp-Chat. Und da war die ganze Zeit ein Bild, über das sich alle lustig gemacht haben, ein Taliban-Funktionär, der im iranischen Fernsehen sagt, da versucht der Moderator, den so zu challengen und sagt, was ist denn da in Ihrem Land los? Alle Welt geht. Und dann sagt der, ja, kein Wunder, wenn überall amerikanische Flugzeuge stehen, dann wollen natürlich alle auch da drauf. Dann sagt der Moderator, bei uns nicht. Und dann sagt der, da bin ich aber anderer Meinung. Also insofern die Idee, dass man die Menschen nicht gehen lassen will, hat auch so ein bisschen was mit Nationalstolz zu tun. Es gehen auch nicht alle, es würden auch nicht alle gehen, wenn wir tatsächlich Open Borders hätten. Und ich glaube, dass man das eben rausholen muss aus der Ecke, die du eben genannt hast, dass das in so eine Art cheesy Multikulti-Romantik fällt. Das kann man wirklich, muss man einfach in Simulationen statistisch hochrechnen als Kosten-Nutzen-Faktor. Wir haben ja gestern die Zahlen gekriegt, 400.000 Migranten. Mal gucken, ob die kommen. Ja? Wir sind gerade bei 200.000. Also die Zahlen gehen einfach permanent zurück. Es ist und bleibt ein Mythos rund um diese ganze Frage. Wenn ich da beim Mythos noch mal einen Satz sagen kann, eigentlich das letzte Wort lassen wir gerne Steffen, aber ich sage noch mal einen Punkt. Bewegungsfreiheit auch im Land heißt ja nicht, dass ich überall hinlaufen kann. Ich kann jetzt nicht in deine Wohnung gehen, nur weil ich Bewegungsfreiheit habe. Es gibt legitime Grenzen, zum Beispiel deine Wohnung. Aber der Punkt jetzt mal ein bisschen ernsthafter ist, nehmen wir zum Beispiel die USA. Ich meine, wenn man, da gibt es natürlich die Reservate, das ist ein Problem in sich, aber das heißt jetzt nicht, dass ich als reicher Westler mir da einfach ein Haus kaufen kann und mir da einen dicken Swimmingpool und so weiter machen kann. Das ist eben Reservat, das ist für sozusagen die eine bestimmte Bevölkerung, die in einem bestimmten abgeschlossenen Raum sich selbst regieren will, reserviert. Das ist der positive Sinn von Reservat an der Stelle. Und das kann man sich doch auch vorstellen. Also das heißt, die Bewegungsfreiheit, die dann häufig in Anspruch genommen wird, heißt ja nicht, dass ich überall hingehen kann. Und es gibt eben legitime Interessen von Gruppen, die sich legitimerweise auch abschließen wollen und sagen wollen, wir als Amish machen unser Ding. Bleibt ihr draußen, wir wollen eure Technologie nicht oder sowas. Das, finde ich, muss man respektieren in einem liberalen Staat. Und deshalb kann es, dann ist eben die Frage, wie man das organisiert, kann es eben solche Abgrenzungen geben. Und die Bewegungsfreiheit, die wir eigentlich wollen, kann aber nicht heißen, dass man eben die kulturellen Umfelder oder die Privatsphäre oder die Art der demokratischen Selbstkontrolle von bestimmten Völkern deshalb einfach mit Geld oder Einfluss kaputt machen darf. Also ich denke prinzipiell, man muss eben zwischen Mobilität und Migration auch unterscheiden. Und wir reden ja hier erstmal über Mobilität mit der Unterstellung, dass das vielleicht mit Migration verbunden sein könnte. Und gibt da Studien, also eine von 1000 Grenzüberschreitungen ist wirklich migrationsbezogen. Alle anderen haben andere Gründe, weil man Verwandte besucht, weil man Urlaub fahren will, weil man irgendwie Geschäftsreisender ist. Und diese ganze Mobilität ist ja im Prinzip beschränkt. Und die Migration ist wirklich auf einem anderen Blatt. Das hängt irgendwie miteinander zusammen, aber es ist nicht ganz klar, wie das miteinander zusammenhängt.
Und dadurch, dass wir immer über Migration denken und über Migrationsabwehr, kontrollieren wir und restringieren wir Mobilität so stark. Das ist ja eigentlich die eigentliche Ursache. Es ist ja nicht so, dass hier Leute aus Afghanistan nicht mal irgendwie auf der Kö in Düsseldorf shoppen gehen können, das sollen sie vielleicht sogar, sondern die Unterstellung ist, dass sie eben Visa-Overstayer sind, dass sie kommen und dann einfach bleiben. Und das hat eben wieder was mit dem Begriff des Risikos zu tun, der für mich so zentral ist. Da geht es nicht um Tatbestand oder um eine Abweichung von einer gesetzlichen Regelung, sondern geht es nur um eine Zuschreibung einer möglichen Handlung in der Zukunft, die ja niemals eintreten wird, weil die Leute nicht herreisen können. Herr Mau, Frau Furutan und Herr Gosepat, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich werde jetzt nicht versuchen, diese Diskussion nochmal zusammenzufassen, dafür war sie einfach zu reich. Ich entlasse Sie mit vielen Gedanken und Anregungen, hoffentlich, und natürlich eine Empfehlung für dieses Buch und einer etwas ketzerischen Bemerkung, dass mir einfach diesen ganzen Abend eine Gedichtzeile nicht aus dem Kopf gegangen ist. Glauben Sie eigentlich, Zürich sei eine tiefere Stadt? Also das Gedicht von Gottfried Benn über das Bleiben und Stille bewahren. Und in dem Sinne möchte ich Ihnen sagen, reisen Sie nicht, bleiben Sie zu Hause und lesen Sie das Buch.